Auf geht's, ab geht's. 24 Sekunden noch. Ladies and Gentlemen, machen wir mal Ton an. Ah, guck mal, das ist wieder mit der Fahrstuhlmusik. Da fahren wir mit der Fahrstuhl nach oben. Kalix! How's it going, everyone? Welcome to another podcast. Welcome. I haven't done a podcast in a long time, so just felt like, you know, I sent Nikita a message. Hey, hey gentlemen, es geht los. Like, herzlich willkommen zum Tarkov nach einer langen Zeit wieder. Heute habe ich oben links Axel TV. Grüße. Er war zweiter und dritter Platz bei den Twitch Rivals. Sehr, sehr begabter Spieler. Dann direkt links von mir, Mr. Nice Guy. Er ist sozusagen immer in den News dran, in Neuigkeiten, was bei Escape from Tarkov passiert, ist immer up to date. Ihr solltet ihn kennen. Und über mir natürlich Nikita, der Boss von Escape from Tarkov. Willkommen, willkommen. Wie geht's? Vielen Dank, sagt Nice Guy. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Nikita an dieser Stelle. Vielen Dank, Dank. Nikita hatte gestern Geburtstag, ne? Gut hier zu sein. Es freut mich, euch alle wiederzusehen. Und ja, auch pünktlich jetzt, es wurde wieder Zeit. Worüber sollen wir reden? Ja, du wolltest doch was ansprechen. Und zwar über verlängte Zeiten, Ingame-Zeiten und über das Prestige-System. Also fang du doch am besten an mit deinem Thema. Yes. Quadix, danke schön. Also vielleicht kann ich ein bisschen was erzählen darüber, was momentan so passiert. Es ist ja normalerweise so, wenn ein Podcast startet, dass die Leute sich kennenlernen, wie geht's dir, was geht so ab, ne? Es ist ungewöhnlich, dass wir so direkt loslegen. Aber ja, wir arbeiten momentan an 12.12. Und es sieht ganz gut aus. Also alles läuft nach Plan. Und ich hoffe, dass wir demnächst ein paar Informationen raushauen können zum Release-Date. Wir finalisieren momentan so die letzten Projekte, ein paar Features, die Map, Lighthouse und alles, was damit zu tun hat, ist momentan in Arbeit und im Abschluss. Natürlich arbeiten wir wie immer die ganzen Wochenenden durch. Es ist sehr, sehr viel los und wir nähern uns Ende des Jahres, wo wir alle nochmal die Zähne zusammenbeißen, um wirklich durchzuziehen und das, was wir uns vorgenommen haben, auch zu realisieren. Also es ist wirklich einiges in petto. Wir werden viele neue Sachen auch bringen und ich bin mir ziemlich sicher, dass euch das gefallen wird, dass ihr glücklich sein werdet, EFT zu spielen, in EFT zu sein und vielleicht auch viele Leute zurückkommen werden, weil wir wirklich einige große Veränderungen auch vornehmen werden, die euch sicherlich faszinieren werden. Ja. Also heißt das, dass Lighthouse dann mit dem Vibe kommt? YouTube kommt auch. Also wir haben tatsächlich geplante Daten, also ein Datum für Release. Und das Problem ist, das Ganze sozusagen stabil zu halten, dass alles so funktioniert, wie wir uns vorstellen. Also momentan ist es so, dass wir so ein bisschen überwältigt sind. Wir fühlen momentan einen gewissen Druck um das Ganze. Und das Ganze geht schon seit August, Oktober. Also der Druck baut sich mehr und mehr auf. Wir haben wirklich eine schwierige Situation. Einige von euch glauben immer wieder, es macht Sinn, uns noch mehr Druck aufzubürden. Noch mehr Druck. Ja, und dieser Mehrdruck, dass Leute sagen, wir müssen noch mehr Druck auf Nikita ausüben, dass er nicht das Spiel finalisiert. Also, wir arbeiten weit über jedes Limit hinaus. Wir arbeiten Tag und Nacht, um das zu realisieren, was ihr bekommen möchtet. Und es ist nicht einfach so, dass Kack. Er muss übersetzen. Ihm fallen die Wörter nicht ein. Er spricht ja Russisch gerade.
like we're not feeling pity about us, like we are not feeling that. You don't regret that. No, we don't regret that, and it means that it's a good thing in terms. I know it's not a good thing actually, but also, ich denke, es ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist. Sagen wir, es ist eine typische Sache zum Ende des Jahres hin, dass wir so fühlen und dass es uns so geht. Und wir versuchen in der Zeit viele verschiedene Prozesse noch in Gang zu kriegen, um noch schneller zu sein. Wir haben zum Beispiel jetzt vorgezogen die Daily Quests, wir haben vorgezogen die Weekly Quests, um diese Lücke zu füllen bis dahin, bis zum Haupt-Release. Und all das hat uns praktisch hierher gebracht, heute, dass wir heute diesen Podcast machen, weil wir über einige Dinge sprechen wollen, die diese Veränderungen angeht. Und zwar geht es um In-Game-Fortschritte, Spielfortschritte, aber es geht auch um das Prestige-System. Also für die Leute, die schon sehr, sehr lange das Spiel spielen und schon einige Vibes hinter sich haben. Und sein ist Anführungszeichen nur 2 bis 3 Vibes. Ja, also vielleicht reden wir nochmal ganz kurz vorher über die Dailies und Weeklies. Lass uns nochmal kurz darauf zurückführen. Also, wir haben das Gefühl, es ist eine gute Verbesserung. Wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass es so eine große Veränderung ist, dass es Leute dazu bringt, das Spiel wieder zu spielen, die damit aufgehört haben. Also, es ist so, dass einige Quests dazugekommen sind. Es geht darum, dass einige Quests momentan so das Gefühl geben, gute, aber auch schlechte Quests wiederholen zu müssen, die wir sozusagen, zum Beispiel die Jäger-Quests, die wir machen müssen, die teilweise sehr ätzend sind, dass wir da teilweise dann plötzlich gezwungen werden, die zu machen, was nicht jedermanns Sache ist, wozu die keine Lust haben. Also es ist momentan doch ein bisschen durchwachsen, auch wenn es gut, wenn die schon da sind. Also würdest du sagen, die Leute warten wirklich primär auf den Vibe nach wie vor? Ja, also primär warten wir auf den Vibe, ist so, ja. Ja, also die Quests, sagt Axel, dass die da sind, ist gut. Sie kommen zu spät. Sie hätten vor vielleicht 4 bis 5 Monaten schon kommen sollen. Die Grundidee der Quests ist gut, aber vielleicht ein bisschen spät. Neues. The new quest system that you guys put in a patch not too long ago, was that specifically for the daily and the weeklies, or are we? Habt ihr den letzten Patch, den ihr rausgeholt habt, also dieses Vorziehen sozusagen, war das von vornherein so geplant, oder ist das wirklich so eine spontane Aktion gewesen? Ja, also es ist so, dass wir die erste Iteration dieser Quest jetzt draußen haben und wir hatten vorgehabt, die zweite jetzt auch rauszubringen. Es ist so, dass das Ziel für die erste Iteration dieser Quest war, da war die Intention, dass wir euch das Gefühl haben, oder dass wir euch das Gefühl geben wollten, wieder eine Aufgabe im Spiel zu haben. Dass ihr wieder was zu tun habt. Sozusagen die Möglichkeit zu geben, wieder die Möglichkeit zu haben, Progress zu haben. Um die Main-Quests vielleicht wieder weiterzumachen, um euch weiterzuentwickeln. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute, die immer wieder dieselben Quests machen müssen, über all diese Vibes, dass sie vielleicht irgendwann, ja, vielleicht nicht mehr die Lust haben, alles immer wieder neu zu machen, gerade was die Quests angeht. Und wenn es irgendeine Art von Mechanik geben würde, die die Reputation auf eine andere Art und Weise auch erhöhen kann, ohne die Quest zu machen aus der Hauptquest, ja, dann kommt er raus, aber er will sagen, dass man dadurch dann die Möglichkeit hat, ebenfalls Progress zu haben, ohne die Hauptquest machen zu müssen. Also, wenn wir uns jetzt vorstellen, den nächsten Vibe, dann denke ich, ist es auf jeden Fall für euch eine gute Sache, diese Quest zu haben. Nach dem Vibe Progress zu haben, ohne die Hauptquest machen zu müssen. Aber natürlich ist es immer noch so, und es wird auch so bleiben,
dass gewisse Quests gewisse Dinge freischalten und dass man diese Quests machen muss, wenn ihr diese Dinge freischalten möchtet. Ich meine, für euch, für die Leute, die jetzt den ersten Wipe haben oder den zweiten, wird es wahrscheinlich vollkommen okay sein. Die werden das gar nicht so 100% realisieren. Die werden viel Progress haben, die werden die Hauptquests machen, Nebenquests machen, Dailies und so weiter. Ja, da wird es gar nicht so einschneidender Unterschied sein. Aber na klar, haben wir insgesamt noch mehr Abwechslung. Wir haben auch viel, viel vor noch mit den Dailies und Weeklies, da noch viel mehr Abwechslung reinzubringen. Und ursprünglich hieß es ja auch tägliche, wöchentliche und monatliche Missionen. Aber für uns war es jetzt so, wir wollten mit den monatlichen Quests nicht dieselbe Engine benutzen, also dieselben Quests reinbringen, wie mit den wöchentlichen oder täglichen. Wir wollten die monatlichen Quests definitiv um einiges interessanter machen. Oder wir werden sie interessanter machen. I'm up for that, I'm up for that, I'm up for that. But I have some achievements, you know, it's a better thing to have an achievement to complete a really stupid amount of iterations. Es ist eine Sache zum Beispiel, Achievements zu machen, also zum Beispiel 1000 Mal jemanden zu töten, um Achievements zu bekommen, als eine Quest. Also die Quests sind nicht dafür gedacht. Also die monatlichen Quests sind so gedacht, dass man global zusammenarbeitet. Zum Beispiel alle Bears zusammen an einer Aufgabe sitzen oder alle USEX zusammen an einer Aufgabe sitzen. Alle zusammen, auf der ganzen Welt. Und das Ganze soll so einschneidend sein, dass es sogar das Spiel verändern kann. Also ein Beispiel. Töte 1000 USEX in einem Monat. Und alle Kills werden zusammengezählt für jeden Bear-Spieler. Also, es wird Belohnungen geben, die dann global sind, die man global freischalten kann. Je mehr Tötungen man hat in der Fraktion, desto besser ist die globale Belohnung. Und diese Mechanik ist doch ein bisschen komplizierter, dass sie nicht in der zweiten Iteration drin sein konnte. Das geht einfach noch nicht. Zweite Iteration ist jetzt da, aber ohne diese. Also, wir haben halt versucht, erstmal die kleinen Iterationen rauszubringen, weil es für uns wichtig war, dass ihr überhaupt erstmal die ersten Schritte spielen könnt, die Monthlies und die Weeklies und Dailies. Und wir versuchen jetzt natürlich Schritt für Schritt das Ganze zu vervollständigen. Es ist einfacher auch zu testen, wenn wir erstmal die kleinen Quests draußen haben, um zu gucken, wie es ankommt, was die Probleme sind. Hast du das Gefühl, dass die Leute, dass sowas sein könnte wie Geld machen, eine Billion Rubel oder Killer ist auf jeder Map? Wo man zum Beispiel den Killer dann gemeinsam töten muss und sowas. Genau sowas kann das sein. Es wird sogar sowas in der Art sein, ja. Also wir werden solche Ideen sammeln und wir haben auch schon viele Ideen dafür und das ist sozusagen dann in Zukunft Inhalt der monatlichen Quest. An dieser Stelle, wenn ihr Ideen habt für solche monatliche Quests, schickt uns, sammelt die Sachen und schickt sie uns. Wir werden sehen, was wir daraus machen können, ob wir diese Ideen vielleicht implementieren können. Und vielleicht wird man eure Ideen in zukünftigen Versionen dann im Spiel haben, ja. Also das klingt sehr, sehr gut. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Begriff Standardaufgabe. Also wir haben ja einmal Seitenquests sozusagen, die nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben. Standardaufgaben, was hat es damit auf sich? Ja, ich hab Aufgaben, Standardaufgaben genannt, weil sie einfach momentan im Spiel sind. Also wir haben, es gibt keine Standardquests in dem Sinne. Es gibt Hauptaufgaben und Nebenaufgaben für die Questlinie. Ich meine, es ist so, dass die Hauptfeatures, die sozusagen noch fehlen, um das Spiel zu finalisieren, dass da noch einige Features halt anstehen. Und ein großes Feature ist natürlich, die Geschichte zu beenden, also die Main-Quest-Reihe so zu vervollständigen, dass man das Spiel in dem Sinne durchspielen kann. Also die komplette Geschichte durchspielen kann. Das ist eine große Sache, die für das Spiel noch fehlt. Im Rahmen dieser Storyline, also dass man dann sozusagen über die Quest die Geschichte freispielen kann, wird es natürlich viele Unterereignisse und Aufgaben geben.
neue Konditionen, die die Welt verändern, also Dinge, die sozusagen die Standard-Quests dann verändern oder neue Standard-Quests geben, Dinge, die durch die Dailies und Monthlies und so weiter. Es ist ja momentan noch schwer zu sagen, wir sind viel am Testen, aber stellt euch das so vor, es gibt die Hauptquests, es gibt die Nebenquests. Momentan testen wir die Dailies, die täglichen Quests und die wöchentlichen Quests. Und hinter dem Ganzen steckt nochmal ein größeres System, was das sozusagen das Ganze nochmal in einem zusammenfasst. Also im Endeffekt geht es darum, dass das Ganze ist ein großes Ganzes und wir sind wirklich erst in der allerersten Iteration oder in der zweiten Iteration dieser Geschichte. Oder in der ersten Iteration. Wir sind in der ersten Iteration. Und die zweite Iteration kommt offiziell in 12.12. Und das, was wir jetzt haben in der ersten Iteration, ist noch meilenweit weg von dem, was wir haben werden in der zweiten Iteration. Das ist ein Riesenschritt. Das Ganze wird viel authentischer sein, viel natürlicher wirken, auch sich mehr kombinieren und sich mehr einbinden in das ganze Spiel. Also im Endeffekt wird das Ganze so sein wie ein großes Puzzle. Wo ihr das Gefühl habt, dass das Puzzle komplett ist. Also momentan haben wir die ganzen Einzelteile des Puzzles und ja, auch so Sachen wie Waffenfehlfunktionen, Überhitzung und sowas. Alles Teile dieses Puzzles, die dann zusammenfinden. Wird es eine Möglichkeit geben, dass mit... Ich möchte keine Fehlfunktionen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Waffe säubern, reparieren, keine Fehlfunktionen mehr im Spiel zu haben? Nikita, ja, klar, ich hab ja letztes Mal darüber erzählt. Ich glaube, da hat mir jemand nicht zugehört. Also im letzten habe ich ja gesagt, dass genau das genauso implementiert wird. Also die 100% Waffen werden keine Fehlfunktionen mehr haben. Ich hoffe, dass ich... Also ich spreche Englisch nicht als meine Muttersprache. Und vielleicht geht die eine oder andere Information deswegen auch unter. Und ich kann vielleicht nicht jede Information 100% genau erklären. Aber ich habe im letzten Podcast auf jeden Fall erzählt, dass wir diese Lücke euch geben. 10%? Es sind 10%, vielleicht ein bisschen weniger als 10%. Vielleicht ein bisschen weniger, 5, 6, 7%. Aber innerhalb dieser Range von 5 bis 10% wird eure Waffe keine Fehlfunktion haben. Es wird also keine Art von Fehlfunktion geben, wenn ihr 100% Waffen habt. Aber trotzdem kann die Waffe überhitzen und im Rahmen einer Überhitzung kann es wieder zu einer Fehlfunktion kommen. Das heißt also, dass wenn ihr eure Waffe von sagen wir mal 90 bis 100% in Ordnung haltet, dann werdet ihr keine Waffenfehlfunktion haben, außer wenn die Waffe überhitzt. Also wir werden genau sehen, wie das dann im Detail funktioniert. Aber es wird euch auf jeden Fall die Möglichkeit geben, die Waffe vorherzusehen, das Verhalten der Waffe vorherzusehen. Also eine saubere, gut behandelte Waffe, die gut behandelt wurde und so weiter, dass ihr mit der zuverlässig arbeiten könnt. Momentan ist es auch schon so, dass wir die Anzahl der Fehlfunktionen reduziert haben. Und wir haben, glaube ich, mit einem Wert von 100.000 Gems oder sowas angefangen. Also es ist auf jeden Fall jetzt schon reduziert. Und trotzdem meckern die Leute immer noch. Es ist immer noch dasselbe Mist. Ich kriege ständig Fehlfunktionen. Also, ja. Aber es ist halt so, wie es ist, ne? Also, Nikita, was hältst du von der Idee? Jedes Mal, wenn es eine Fehlfunktion gibt, aktiviert sich automatisch Voice-over-IP. Und man hört den Spieler dann meckern. So ein Mist, meine Waffenfehlfunktion. Wäre das nicht eine geniale Idee? Mama, es passiert schon wieder. Mama, ich habe eine Waffenfehlfunktion. Also, ich glaube, wenn wir das machen würden, würden wir jede Menge Beschwerden kriegen. Du hast meine Privatsphäre gestört, das Spiel hört mich ab und so weiter. Ja, natürlich, wir sind ja russische Leute und natürlich hören wir euch ab und dann wird es wahrscheinlich viel, viel Ärger geben in dieser Richtung. About VoIP, actually we preparing the test of VoIP on ETS. Also, wir testen Voice over IP, werden wir testen auf dem ETS-Server. Also die Leute mit ETS-Server-Zugang
werden das schon vorab testen können? Ist es schon drin oder wird es vorbereitet? Also ja, also erstmal ja, es ist on NDA natürlich, also ihr dürft, man darf nicht drüber sprechen, aber ich kann euch jetzt erzählen, dass natürlich wir damit arbeiten. Also pass auf, es ist ja so, die Leute fragen ja sowieso, mit dem ETS, benutzen wir ETS ordentlich, müssen wir aufpassen, was wir sagen und so weiter und so fort. Arbeitet ihr denn auch mit Informationen, die ihr da rauszieht? Und ja, natürlich ist es so. Also wir testen alles auf diesen ETS-Servern, Inertia-System, neue SCAF-Mechaniken, wir testen Voice-over-IP, also viele, viele andere Dinge. Das wird alles auf den ETS-Servern getestet. Und die Ergebnisse, die wir daraus ziehen, fließen natürlich direkt in das Spiel ein. Also es ist nicht so, dass wir blöd herumsitzen und das einfach auf den Servern freischalten. Also tatsächlich ist es so, heute ist praktisch Feiertag. Und morgen ist auch ein Feiertag bei uns. Aber ich kann darüber nicht entscheiden, weil es ist immer noch so, dass das ganze Team hart arbeitet, auch an den Feiertagen. Also wir arbeiten heute, wir arbeiten morgen. Das ganze Team sitzt dran und tut sein Bestes. Das Team will halt die Qualität des Spiels maximal hochhalten und die neue Map und viele, viele neue Assets auf der neuen Map sollen halt wirklich gut funktionieren und euch begeistern. Und wir haben viel, viel neue Mechaniken eingeführt für die Lighthouse-Location, die richtig cool sind. Und ja, wir arbeiten hart. And we were just recently talking about tasks there. Can you speak to why we might want to speak to our first in raid trader on Lighthouse? Können wir mal über den ersten Händler sprechen, beziehungsweise über die erste Einführung des Händlers? Also es ist so, in der ersten Iteration von Lighthouse werden wir keinen Händler haben. Vermutlich wird Lighthouse in drei Schritten kommen, in drei Iterationen. Also zuerst kommt natürlich die Map an sich, mit der ganzen Umgebung und der Map. Also wir werden die Map fast zu 100% rausbringen, nur dass man sozusagen in Lighthouse selber nicht rein kann. In der zweiten Iteration wird sozusagen der Boss dazukommen. Und in der dritten Iteration wird es sozusagen den Zugang geben zu diesem Händler, mit dem ihr live dann in einer Runde sprechen könnt. Also es wird kein Interface sein oder sowas, sondern ihr werdet vor euren Augen einen Händler sehen, den ihr trefft und mit dem ihr wirklich sprechen könnt. Aber in der zweiten Iteration, wie gesagt, erstmal der Scharfschütze, also der Boss, der dann den Händler schützt. Aber alles andere, was Gebäude angeht und Umgebung, wird alles schon voll erkundbar sein in der ersten Iteration und die zweite Iteration wirklich nur die Bosse, den Trailer, das Lighthouse, also der Leuchtturm selbst, das wird in der zweiten Iteration kommen. Kommt das in 12.12 oder früher? Lighthouse? Erste Iteration Lighthouse? Ja, erste Iteration Lighthouse kommt 12.12. Also erste Iteration von Lighthouse ist das Hauptthema für 12.12. Der Hauptcontent, der euch dann zu euch kommen wird. Also es wird mit 12.12 viele Veränderungen geben, viele neue Sachen. Inertia, klar. Inertia-System wird kommen. Aber es ist noch viel mehr als das. Ich kann euch jetzt leider nicht alles erzählen, weil ihr dann anfangen werdet zu spekulieren und Dinge posten in den sozialen Medien. Also ich werde sowieso spekulieren posten, also von daher kannst du es auch sagen. Also nein, ich werde es dir nicht sagen. Also es ist eine gute Sache, die ins Spiel kommen werden.
Es ist gut fürs Spiel und die ganzen Spieler werden es bestimmt mögen und feiern. Aber es ist immer noch so, dass ich über einige Dinge noch nachdenke. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich jetzt überhaupt darüber rede. Also eigentlich ist mein Fokus momentan, das Ganze zu balancieren, unter einen Hut zu kriegen, alles ordentlich rauszubringen. Also wir haben wirklich auch andere Probleme als diese neuen kleinen Futures. Also ich weiß nicht, inwiefern du jetzt auf die eigentlichen Themen zurückkommen möchtest, die wir heute eigentlich vorhatten, aber wir reden ja so viel über Lighthouse. Vielleicht hast du Lust, nochmal ein bisschen über Lighthouse zu sprechen. Wir haben ja über eine Verbindung gesprochen mit Reserve einmal, mit Lighthouse. Kannst du da vielleicht was drüber sagen? Ja. Also ich habe erwähnt, dass wir sozusagen die Locations von... Also pass auf, die Mechanik des Ganzen war so, dass man ursprünglich auf den Zug in Reserve aufsteigen konnte, die Waffen benutzen konnte. Man konnte auf dem Zug sitzen, stehen und während der Zug fuhr zum Ausgang, konnte man mit diesen Waffen feuern, schießen und sich verteidigen. Wir haben diese Features nicht deaktiviert, sondern nur, also nicht rausgenommen, sondern nur deaktiviert. Also sie sind noch da. Sie sind noch da, sind nur deaktiviert. Und ja, wir machen die auf jeden Fall wieder rein. Und sie werden 100% für das BTR-Taxi für Streets of Tarkov kommen. Und auch dieser Zug, der durch verschiedene Locations fährt, das wird wieder kommen, dass man da im Zug sitzen kann und die Waffen abfeuern kann. Ich meine, ihr werdet sehen. Es ist so schwierig. Ich rede im Podcast wirklich viel über das Spiel. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich die Überraschungen versaue und manchmal mich auch nicht unbedingt 100% ändere an das, was ich vor langer Zeit gesagt habe über das Spiel und dass dann Leute sagen, ja, der redet und redet und redet immer. Und vielleicht rede ich einfach zu viel. Also, worauf ich immer wieder hinweisen möchte, das ursprüngliche Design, die ursprüngliche Idee, die wir hatten von EFT, ist schon sehr, sehr weit. Ist sogar fast fertig. Und ich sage euch ganz ehrlich, viele andere Firmen würden EFT, wie wir es momentan bei uns in der Firma schon fertiggestellt haben, releasen. Als nicht fertiges Spiel sozusagen. Und würden es schon raushauen, auf den Markt bringen. Sie würden halt auf große Veränderungen, auf Progress und sowas verzichten, damit sozusagen das Datum eingehalten wird, damit die Anforderungen erfüllt werden, dass das Spiel released wurde. Und sie werden halt, viele machen halt Features rein, weil es verlangt wird, weil es reingemacht werden muss und so weiter und so fort. Also natürlich ist es so, dass neue Features immer interessant sind, aber passt jedes neue Feature immer 100% in dein Spiel rein? Solche neuen Features zu testen, zu analysieren, sie passbar zu machen auch in ein Spiel, kostet viel Zeit und viel Testzeit einfach. Ich meine, es ist so, wenn Escape from Tarkov ein Singleplayer-Spiel wäre, hätten wir schon längst released. Wir sind schon soweit. Dann wäre es released. Aber es ist kein Singleplayer-Spiel. Und viele Sachen sind sozusagen, also auch technische Sachen sind nicht direkt bezogen auf das Spiel selbst und kosten halt sehr, sehr viel Zeit, um programmiert und hergestellt, produziert zu werden. Ich denke mal, das ist doch verständlich. Okay, können wir vielleicht nochmal ein bisschen über ein anderes Thema gehen. Habt ihr denn vor, komplett andere Features einzubauen, wie zum Beispiel aus Spielen, also aus anderen Games, andere Ideen, die noch komplett, abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast, reinkommen sollen?
Also was uns auf jeden Fall schwer beschäftigt, ist natürlich das Anti-Cheat-Programm. Einer unserer Hauptanliegen ist, Cheater schneller dran zu kriegen, also schneller zu erledigen. Ein anderes wichtiges Feature ist momentan ein Spectator-Modus für die Escape from Tarkov Arena. Und was persönlich auch noch sehr wichtig ist, ist ein Report-System, auch für die Arena. Also Arena muss sehr effektiv arbeiten können, weil es kompetitiv ist. Es ist für Arena noch wichtiger, weil wir sehr kurze und schnelle Runden haben. Also es, sozusagen, also Arena wird sicher nicht das perfekte, weil es ist nicht möglich, ein perfektes Spiel zu bringen. Aber wir versuchen es technisch so weit wie möglich perfekt zu machen. Und momentan ist es so, dass viele Mechaniken, die wir da machen und uns vorstellen, sich auf Tarkov Arena beziehen, dass wir das richtig gut machen. Ja, also es gäbe ja viele, viele Möglichkeiten, nach einem Tod zum Beispiel zu sehen, wie man getötet wurde, dass man versteht, ist das ein Cheater, ist das echt, oder auch daraus lernt aus seinem Tod. Du hast im letzten Podcast über eine Killcam gesprochen, die man eventuell sieht, dass man eine Kamera an den Helm platzieren kann, um sich zu sehen. Kannst du vielleicht da nochmal was zu sagen? Wie ist da der Stand? Ja, also dieses Prinzip kommt aus der Arena. Und uns ist es wichtig, eine Art Killcam oder ein Review realistisch zu halten. Also es soll nicht so eine Art magische Killcam sein, sondern es soll wirklich eine Kamera sein am Helm, die man zum Beispiel mitnehmen kann, die man dann aufnehmen kann und im Hideout dann wieder abspielen kann. Also es soll sich wirklich technisch und mechanisch komplett ins Spiel implementieren. Also auch hier nochmal, dieses Feature, ich kann momentan nicht so viele Details sagen, weil das sind Hauptfeatures aus der Arena. Und wenn wir die Arena fertig haben und die Features dazu haben, werden diese Features auch den Weg finden in Escape from Tarkov, ins Hauptspiel. Okay, reden wir mal über was anderes. Lass uns mal zurückgehen, das erste Thema. Was ist, du wolltest reden über den verlängerten ersten Wipe. Vielleicht setzen wir da jetzt nochmal an. Say about it. People will start already to think about how to fuck things up. Okay, also. Also, wenn das Spiel zu lange geht und die Leute langweilig ist, dann werden immer wieder Sachen sozusagen spekuliert und ja, rausgesucht, interpretiert und so weiter. Ja, also wir hatten die Vorstellung, diese Wipe sozusagen zu verlängern, um den Spielern eine Erfahrung zu geben, neue Erfahrung zu geben. Also für viele Spieler ist es einfach eine Herausforderung zum Beispiel, schneller zu spielen, Veränderungen zu nutzen für sich, um effektiver zu spielen. Es ist natürlich nicht eine Spielweise, die wir möchten oder die wir uns vorgestellt haben, dass die Leute das machen, Abkürzungen zu nehmen, schnell zu leveln. Das ist nicht das, was wir uns ursprünglich gewünscht haben. Und wir versuchen auch immer wieder Änderungen reinzubringen, die das so ein bisschen abbremsen, dieses ganz schnelle Spielen. Also, es ist so, wir versuchen unsere neuen Ideen und Mechaniken immer wieder hauptsächlich in Wipes implementieren. Und dann gucken, wie wirkt sich das Ganze aus. Ich möchte momentan aber nicht viel darüber reden, was diese Verlängerung angeht. Ja, wäre es eine Idee, zum Beispiel 300 Millionen Rubel zu farmen, so als Ziel, sagt er, nein. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Geld-Challenges macht oder sowas. Das ist absolut nicht Idee des Spiels. Und immer wieder sagen Leute, oh, die machen schon wieder das Spiel schwerer für uns. Pestili spielt 6 Stunden oder 16 Stunden am Tag und er ist so gut und schnell. Und jetzt versucht ihr, das Spiel schwerer zu machen, damit Pestili es nicht mehr so leicht hat. Solche Sachen hören wir immer wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, teilweise ist das sogar richtig. Ja? Also ich habe vor ein paar Jahren
irgendwas getestet und gesehen, dass der und der Spieler einfach zu schnell war und dass der Fähigkeiten genutzt hat, die von uns nie so gedacht waren, dass sie so genutzt werden. Sachen super schnell zu rushen, super schnell ihre Ziele zu erreichen, super schnell an Loot zu kommen. Das sind Dinge, die, wenn ich sie im Stream sehe, die nie so gedacht waren. Und ja, das beeinflusst unsere Entwicklung auch, ja. Also zum Beispiel, ein anderes Beispiel mit dem Flea Market. Es gibt ja Leute, die Salevas frühzeitig herstellen können im Flea Market nach einem Wipe und dann frühzeitig auf den Flea Market bringen. Und diese Salevas haben natürlich einen richtig hohen Preis. Und ich glaube, ich habe mit den Salevas innerhalb von 12 Minuten Billionen Rubels gemacht. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen: Sorg bitte dafür, dass das Geld weg ist. Entfernen das Geld. Und dann sagte Pesley: Nein, es ist mein Geld, ich habe es mir verdient. Ich werde es nicht entfernen. Ich werde es ausgeben, okay? Aber ich werde es nicht entfernen. Neues Geld seit. Ja, ich erinnere mich an den Tag. Ich war im Chat, das war live. Das war live und ich habe gesehen, Nikita kam rein und hat gesagt: Es ist zu viel Geld, es ist. Ja, also die Grundidee, dass man das prinzipiell machen kann, ist natürlich gut, aber man kann viele Dinge abusen, ja. Also so viele Dinge ändern wir immer noch, um diese Early Wipe Erfahrung zu verlängern. Die Zeit bis zum Flea Market. Also ich kann mir gar nicht mehr daran erinnern, wie viel wir gemacht haben. Allein schon Zufälligkeitsfaktoren einzubauen, kleine Features und Veränderungen, die wirklich diese Spielerfahrung in den ersten Wochen zu verlängern. Natürlich haben diese Veränderungen auch immer wieder Dinge reingebracht, die wir gar nicht haben wollten, die wieder neue Probleme nach sich geführt haben. Aber solche Sachen inspirieren uns auch wieder neue Dinge auszuprobieren und neue Dinge zu versuchen und zu machen. Viele Leute haben immer noch sind immer noch unzufrieden und die fragen mich dann, ist das das, was du unbedingt willst? Was willst du eigentlich? Willst du ein ultra-realistisches Hardcore-Spiel? Und ich als Nikita sage, nein, ich habe das nie gesagt, dass ich ein realistisches Spiel haben will. Und wir ändern Dinge natürlich auch, um das Spiel zu verändern und nicht nur, um es realistisch zu machen. Also Veränderungen, die das Early Game sozusagen nach einem Vibe verlängern, die sind natürlich existent und die sind auch wichtig. Und ja, da sind immer wieder Sachen dabei, die von uns weiter geändert und verändert werden müssen. Das ist ein stetiger Prozess. Also habt ihr da Ideen, zum Beispiel, dass ihr im Early Vibe Labs zum Beispiel verändert, die Spawnraten von Raider, der Loot von seltenen Räumen, dass ihr da was verändert, dass die Leute nicht so schnell vorankommen? Also, es ist so, das Hauptproblem kommt nicht von den paar Leuten, die frühzeitig auf Labs gehen oder solche Sachen nutzen. Das sind nicht die Leute, die Probleme machen. Das Problem ist von Leuten, die das Gesamtsystem verstehen und nutzen. Also es ist doch so, wir müssen doch langfristig versuchen, das Spiel spielbar zu machen ohne Wipes. Jemand, der neu in das Spiel reinkommt, dass der eine gute Spielerfahrung hat. Hat das was mit einem Prestige-System zu tun? Wollen wir jetzt über Prestige reden? Ja, also wir sammeln momentan die Ideen über das Prestige-System. Ja, also das Prestige-System wird 100%
ins Spiel kommen. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Also, unser Ziel ist es, das Spiel spielbar zu machen in jeder Phase des Swipes. Das ist unser Ziel. Wir möchten niemanden limitieren auf die Zeit, die er investiert für das Spiel, in das Spiel. Also, zum Beispiel zu sagen, ich unlocke den Flea Market innerhalb von 2 Wochen. Und die am Start sind zum Vibe am ersten Tag, die haben dann diesen riesen Vorteil. Also es kommen ständig neue Spieler dazu. Auch jetzt noch kommen immer wieder neue Spieler rein. Und die kommen halt mitten in den Vibe rein. Die kommen früh rein. Die kommen spät rein. Und wir versuchen, das Ganze so zu balancieren, dass sie eine gute Erfahrung haben. Ja, und ja, ein Prestige-System, also dass ihr einen Spieler zurücksetzen kann in seinem Fortschritt, das könnte helfen. Die Belohnung müsste ja sehr gut sein, wenn jemand ein Prestige nutzt. Müsste ja wirklich gut sein. Also, ein Hindernis, warum ich nicht prestigen würde, wäre meine Skills. Die Skills zu leveln, ich habe so lange dafür gegrindet, so hart dran gearbeitet. Und ein Award zu kriegen, dass ich meine Skills zurück, das muss schon sehr, sehr groß sein, sehr, sehr cool sein. Also Geld ist mir egal, das kriege ich wieder. Trader-Reputation kriege ich wieder, Quests kriege ich wieder. Ist alles nicht so schlimm, aber die Skills sind das große Problem. Also das macht mir, es wäre sozusagen die Hürde. Since this is the main topic one of the main topics you want to talk today, I did want to just clarify specifically, are you still planning after launch to have the separate infrastructure where you're going to have this one server setup or whatever you guys want to end up calling it? Eine Frage von Noise Guy, nur mal dazu zu reden. Plant ihr immer noch ursprüngliche Idee, einen Server zu haben ohne Wipes und einen Server mit Wipes, dass man sich das aussuchen kann? Ist das immer noch der aktuelle Stand? Ja, es ist immer noch so. Also es wird so kommen. Es muss natürlich sehr gut designt sein. Also die Idee ist ja so. Ein Wipe ist ja sozusagen nur eine Aktion, die wir einführen. Es ist ja keine Season, es ist nur eine einmalige Aktion. Guckt euch mal Seasons an. Jedes Spiel hat Seasons. Seasons hier, Seasons da. Red Flame Seasons. Überall gibt es Seasons. Jedes Spiel hat Seasons. Ich mag diese Idee. Ich mag nicht mal das Wort Season. Also, die Idee generell passt auch in EFT rein. Und ich muss sagen, dieses Grundprinzip zu implementieren in EFT war etwas, was wir nicht von vornherein geplant haben. Und was eine gute Sache war für uns. Also, diese Vibes haben uns sehr, sehr geholfen, sind aber eigentlich eine primär technische Sache. Also, wir nutzen diese Seasons oder diese Vibes für unsere technische Entwicklung, um technische Entwicklungen zu testen, auszuprobieren, weiterzubringen. Es ist für uns praktisch gar nicht möglich, das Spiel weiterzuentwickeln ohne Vibes. Durch die Veränderungen, die wir im Spiel vornehmen, die ganze Infrastruktur, die wir verändern, brauchen wir diese Vibes. Und auch in Zukunft ist es so, dass in der Weiterentwicklung des Spiels Vibes gebraucht werden. Rein technisch brauchen wir Vibes. Es geht gar nicht anders. Deswegen die Idee, saisonale Accounts zu haben oder Server zu haben, passt so 100% gut. Wir werden aber mehr in Richtung, auch wenn ich das Wort nicht mag, Seasons gehen, also sozusagen spielbare Seasons, die dann sozusagen nach einer Season zurückgesetzt werden. Und parallel dazu wird es die kompletten Server geben, ohne Seasons, also ohne Wipes. Wir möchten auf jeden Fall Server haben, wo man unendlich lange spielen kann. Wir überlegen mit dem endgültigen Tod, also einen endgültigen Tod, auch das endgültige Game zu beenden. Warum sollten wir das tun? Wir wissen es noch nicht genau. Es muss auf jeden Fall gebalanced sein. Und zwar ist es, die Hauptschwierigkeit ist eigentlich,
dass jeder Spieler, der in so ein endlos, in die endlos Server geht, ein gutes Spielgefühl hat und das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt erst einen Tag dabei oder schon 3 Jahre, dass sie das gleiche Erlebnis haben. Also du wirst also in Zukunft immer die Möglichkeit haben, dir das auszusuchen, deinen saisonalen Account zu spielen oder deinen permanenten Account zu spielen. Sie werden nicht verbunden sein. Also du wirst nicht mit deinem saisonalen Account den endgültigen Account verbunden spielen können. Und auch die Arena wird davon getrennt sein. Also du wirst nicht mit dem endgültigen, mit dem permanenten Account den Arena-Account spielen und so weiter und so fort. Aber die Programme und die Welten werden natürlich miteinander verbunden sein. VoIP's a perfect example, like, because you play a game like Rust, people talk, and that makes its own content. And own interactions within the game. Also, es gibt ja viele Ideen, was jetzt zum Beispiel Bildungen von Communities angeht, dass Communities, Clans sich bilden, Kriege gegeneinander erklären. Es kommt ja die Arena mit dem Ranking-System, dass man da zum Beispiel Dinge aus dem Spiel austragen kann. Das Problem ist wahrscheinlich auch, dass es sehr schwer sein wird für euch, zu dieser ganzen Basis immer wieder neuen Endgame-Stuff reinzukriegen. Ja, sagt Nikita. Das Problem ist, dass die Spieler so hungrig sind nach neuem Content. So hungrig. Die Leute essen oder fressen einfach die neuen Features, die wir rausbringen, so schnell auf. Viel zu schnell. Content, den wir createn, den wir herstellen für ein halbes Jahr, wird in kürzester Zeit aufgesogen. Zum Beispiel mit den letzten Patches. Die letzten Patches, es wird nie genug sein für euch. Egal wie groß ein Patch ist. Sachen werden innerhalb von Wochen aufgefressen. Ach, die werden in Tagen aufgefressen. Es gibt immer die Fanatiker des Spiels. Die Leute, die nur 2 Stunden am Tag spielen. Für die ist es ganz okay, ist super. Gar kein Problem. Zum Beispiel die Leute, die jetzt gerade spielen. Die Leute, die jetzt gerade Spaß haben. Jetzt gerade an EFT. Die haben kein Problem damit. Ja, aber die Leute, die rushen, die schnell spielen, die das aufziehen, die gewöhnen sich sehr, sehr schnell an neue Mechaniken und sind sehr, sehr schnell eins mit dem Neuen und fressen den Content halt so schnell, dass ich kaum ein Patch draußen ist, schon auf den nächsten Patch warten. Das sind 2 verschiedene Arten von Spielern. Die einen unterschiedlichen Fortschritt anstreben in dem Spiel. Komplett unterschiedlichen Fortschritt anstreben. Wie soll ich sagen? Axel ist hier, du kannst Axel auf Russisch sagen. Вот это им все не нравится. Вот они как бы хотят спокойной игры. Вечерком пришел, катанул 2 часа и все. Like people can be bothered with all this. Also Leute können einfach schnell genervt sein, wenn gewiped wird. Also es gibt Leute, die interessiert das gar nicht, der Wipe. Die wollen nur das Spiel spielen. Die interessiert es nicht. Patches, das Drama um die Entwicklung. Die interessiert das gar nicht. Es gibt den Teil, den das nicht interessiert. Und das ist der Teil, der gerade spielt. Größtenteils. Ja, also es wird nie gelingen, natürlich alle Leute glücklich zu machen. Also ich glaube, rein theoretisch ist es sogar möglich. Aber die Arbeit, die wir reinstecken, mit der Idee, die wir haben für die Zukunft, mit der Idee, dass jetzt Early Wipe verlängert wird, ja, wir wollen das, weil das unsere Idee ist und so weiter. Mit all dem, was wir machen, wollen wir halt... Oh, wie ungünstige Werbung. Shit. Wollen wir niemals die Playerbase
vergraulen, und zwar den Gelingert-Spieler, den Noob. Ja, Leute, sorry für die Werbung, das ist live, was soll ich machen? Grüße gehen raus. Vielen Dank nochmal, Little Graham, erstmal für den Raid an dieser Stelle. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen Sub gesehen von Dave. Vielen, vielen Dank für 51 Monate nochmal an dieser Stelle. Nutzen wir schnell die Pause. Vielen liebsten Dank. Und Quartix auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ging vorhin, glaube ich, ein bisschen unter. Vielen liebsten Dank. Dankeschön. Zweite Werbung. Gönnen wir Pestli aber die Werbung? Gönnen wir ihm die Werbung? Also schön angucken hier. Wichtig. Shit. Das Problem ist, dass AFT sehr stark ans Streamer gebunden ist, sonst würde ich noch weniger bis gar nicht. Es geht weiter, es geht weiter. Okay, wir haben Black Screen. Oh, 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 oh. Okay. A lot of things, like, they released the major map update 15 years ago. What a bunch of losers. And we kind of re-erased that bar. And it's a pretty hard thing to keep it. And especially when it comes to... Also, es ist schwer, das Niveau, was wir haben, immer hochzuhalten, und hochzuhalten an sich reicht ja nicht, weil das, was wir gut machen, müssen wir im nächsten Schritt besser machen. Nochmal es gut zu machen, reicht nicht. Vielleicht sind wir dazu sehr getrimmt darauf, das so übertrieben zu machen, zu ideal unsere Vorstellung, das so gut zu machen. Aber ja, das ist unser Gedanke. So wollen wir das machen. So ist das Team. Die Leute im Studio haben diese Denkweise. Ich habe diese Denkweise. Es ist natürlich trotzdem noch viel, 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 viel Platz drumherum für neue Ideen und für ja, aber es ist so, die Leute, also die Spieler teilweise werden teilweise ein bisschen verrückt aufgrund verschiedener Situationen, generell auch, die in der Welt passieren. Sachen, die nicht mal unbedingt was mit dem Spiel zu tun haben. Wir haben das Gefühl, dass Leute, die ihre Hassreden raushauen, dass die einfach andere Probleme haben in ihrem privaten Leben teilweise, die komplett unverhältnismäßig sind zu dem, was hier eigentlich gemacht wird. Wir sind alles Leute, die unsere Arbeit lieben, und wir lieben es, zu kreieren, zu gestalten und zu formen. Das ist unser Ding. Ich denke, die Welt momentan zerplatzt aus allen Nähten durch Wut und durch Hass. Und es ist verrückt, weil wir versuchen, unseren kleinen Teil, dieser Teil, der unser Spiel spielt, abgesehen davon, was in der Welt passiert, zusammenzuhalten. Dass wir die Leute, die wir hier haben, glücklich machen, sozusagen, dass sie aus diesem Stress rauskommen und gemeinsam etwas machen können. Und immer wieder sind halt Leute, die den Stress da reinbringen und einfach ohne Sinn und Verstand teilweise dagegen feuern, egal was passiert und egal in welche Richtung es geht. Es ist prinzipiell so, der eine meckert darüber, dass er Bitcoin zu teuer wird, der nächste meckert darüber, dass er Bitcoin zu billig ist. Es ist so, wir leben alle auf dieser Welt und in unserer kleinen Welt und in unserer großen Welt. Und ihr genauso. Ihr lebt alle in eurer großen Welt und in unserer gemeinsamen kleinen Tarkov-Welt. Und wir versuchen alle, gemeinsam das Beste zu erreichen und klarzukommen. Es funktioniert aber nur, wenn die Leute sich gegenseitig verstehen. Wenn die Leute, die ja schon seit so langer Zeit, also seit 6 Jahren, das Spiel spielen, also schon so lange schon dabei sind, ja, dass diese Leute, die schon so lange dabei sind, teilweise genervt sind davon, dass es so lange geht und so weiter und so fort und auch wieder meckern. Das eine geht zu lang, das andere geht zu lang. Und ja, ich verstehe das auch. Jeder hat so seine persönlichen Probleme. Was können wir da tun? Am Ende des Tages können wir nur eine Sache tun. Und das ist unser Ding, weiter durchzuziehen. Dass wir sozusagen an das Ziel kommen.
Wesley sagt, ja, ich weiß, das ist eine harte Sache. Wir haben sehr, sehr viel Momentum in diesem Spiel. Sehr viel Fluktuation, sehr viel Bewegung, sehr, sehr viel Wellen, verschiedene Einflüsse von überall. Es gibt die Leute, primär ist es ja so, dass Leute reinkommen und sagen, ich bezahle, ich möchte jetzt ein fertiges Spiel, sofort, jetzt, ich bezahle dafür. Ich möchte keinen Vibe haben, ich möchte mein Spiel spielen. Und ja, ich glaube, prinzipiell ist es etwas, was es für Spieleentwickler allgemein heutzutage, in der heutigen Zeit, sehr, 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 sehr schwer macht. Es ist, jeder schreit für einen Vibe, dass wir einen Vibe kriegen endlich, dass es da weitergeht. Ja. Was sagst du eigentlich dazu? Also, wir beeilen uns. Wir versuchen, alles so schnell wie möglich hinzukriegen. Wir eifern dem Ziel nach, das fertig zu machen. Es ist nicht leicht, weil es ist so, wir werden praktisch, stell dir mal vor, man wird konstant gejagt von anderen Firmen, die meine Leute auch stell dir mal vor, Leute, die meine Mitarbeiter abwerben wollen, für Projekte, für neue Spiele von anderen Firmen. Das ist momentan so. Es ist für uns eine neue Sache, die ich zum Beispiel noch gar nicht kannte. Und ja, der Konkurrenzkampf ist so, unsere Leute werden abgeworben. Und es ist nicht einfach so, ja, wir haben eine Firma und wir entwickeln ein Spiel und... Also nochmal, es ist ja auch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Es hat alles immer zwei Seiten. Und ich bin auch okay damit, wenn jemand seine eigenen Ideen weiterführt und woanders weitermacht. Und ich denke mal, jeder einzelne Spieler und Mitarbeiter und so weiter muss halt verstehen, wie das Ganze insgesamt funktioniert. Und jeder muss auch überlegen, was er persönlich für sich braucht und wie er funktioniert und was er braucht, um zu funktionieren. Also zum Beispiel ich für mich selbst, ich lebe in einer kontinuierlichen Arbeitsumgebung. Damit kommen viele Dinge mit rein, auf die ich wirklich aufpassen muss. Ach, egal. Okay, lass auf ein anderes community-basiertes Thema nochmal zurückgehen. Du sagst ja, es gibt einmal die Spieler, die wirklich nonstop spielen und die Spieler, die wie ist denn das mit dem Feedback von den Leuten, die das nicht rushen sozusagen? Wie ist es eigentlich bei denen? Ja. Ja, die Leute geben positives Feedback. Diese Leute, der Durchschnittsspieler, gibt positives Feedback. Alles ist toll. Der Patch ist gut. Das Spiel ist gut. Die Entwicklung ist gut und so weiter. Gleichzeitig ist es aber auch der Spieler, der viel Stress macht, weil diese Personen immer sagen, dass sie gecheatet werden, dass sie Cheater raus müssen, dass sie Probleme haben, dass sie nicht so oft sterben möchten und so weiter und so fort. Das ist auch hier ein zweischneidiges Schwert, aber von unserer Sicht aus ist es so, dass das dann doch die Leute sind, mit denen man am besten reden kann. Mit denen kann man diskutieren, denen kann man Dinge erklären und ja, wir können auch Dinge von ihnen annehmen, also es sind einfach Leute, mit denen man reden kann. Of orcs, A1, A2, A3, and every single orc, and, like they're all winning. Also es ist so, dass gerade diese Gruppierungen von Spielern uns sehr, sehr, sehr viel Feedback geben und teilweise auch viel fordern, viele, viele Ideen haben. Es ist teilweise auch nicht so, dass die Leute sagen, ja, ihr seid so toll, wir hätten gerne das und das. Es ist eher so, dass sie sagen, pass auf, so und so schaut's aus, ihr müsst das und das machen, um das Spiel in die und die Richtung zu kriegen. Also ich möchte mal allgemein sagen, dass so eine Entwicklung generell. Also, oder anders, diese Spieler haben eine Sache gelernt im Spiel, irgendeine Mechanik, einen Approach, irgendwas. Und sie haben in diesem Approach eine Sache gefunden, die nicht in Ordnung ist. Ein Problem.
ein Problem, welches behoben werden soll. Und diese Leute haben nur dieses eine Problem, wollen aber, dass dieses eine kleine Problem unbedingt behoben wird und drehen komplett durch, weil dieses eine Problem ja da ist und behoben werden muss. Ja, Axel sagt, ja, ich finde es gut, dass euch zumindest das Feedback von Durchschnittsspielern tatsächlich inspiriert, dass ihr es gut findet, dass man mit denen reden kann. Also es ist ja so, dass wir in den sozialen Medien sehen, wie Twitter, Instagram, YouTube, dass wir da sehr, sehr viel Feedback kriegen aus eben allen Gruppierungen und dass es teilweise komplett durcheinander geht. Ne? Ich denke, dass ein Feedback-System über das Spiel viel, viel besser wäre, weil da würdest du Feedback kriegen von Spielern, die aktiv sind, die sich um das Spiel kümmern, denen das wichtig ist, aber die auch nicht sozusagen anonym komplett über soziale Medien ihren Hass rauslassen können. Yeah, but if they are speaking, at least it sounds like, oh, like, I like, remember, like, the screenshots of unbalanced tasks daily and weekly. Also, es ist so, wir kriegen zum Beispiel Screenshots, also Bildschirmaufnahmen von Dailies, von monatlichen Aufgaben, dass ich zum Beispiel fünfmal Labs schaffen soll. Und dann kriegen wir Nachrichten, das ist eine Scheiß-Quest. Wie soll ich das schaffen, 10-mal Labs zu escapen? Also für mich ist es so, okay, ich nehme das Feedback an und ich kann auch damit was anfangen, prinzipiell, dass jemand ein Problem damit hat. Und ja, wir können sogar damit arbeiten. Wir können sogar was dran verändern. Also es ist ein fairer Weg zu zeigen, dass man mit etwas nicht glücklich ist. Es ist ein fairer Weg. Ja. Und es ist nicht die Art, dass man sozusagen die Granate wirft und jemanden komplett fertig macht, sondern ja, noch die angenehmste Art. Was hältst du davon, wenn man die eine Quest rerollen kann? Also einmal am Tag eine Quest nochmal neu anfordern. Ja? Ja? Ja, machen wir. Ist ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also ein Reroll, aber nicht für eine Quest, sondern für alle Quests. Also dass man dann, also zum Beispiel, wenn man Labs jetzt 6-mal entkommen muss, könnte ich mir gut vorstellen, dass du das dann neu auswürfelst und dann bekommst du halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Zum Beispiel 6-mal auf Woods rausgehen. Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, ich habe zum Beispiel einmal musste ich eine Rig finden und ich wusste schon von Anfang an, es wird für mich nicht möglich sein, diese Rig zu finden. Es wird nicht möglich sein. Und ja, solche Quests neu zu rollen, wäre schon nice. Especially like the kill PMCs and stuff like that. Some of them definitely good. I've seen some interesting ones on Twitter. I don't know about you guys, but in terms of balance for the rewards, depending on what level the person is, it makes sense. But in terms of just the task in the game, is like you'd be lucky if you do that in a month kind of stuff for some of these. Also es gibt Quests zum Beispiel. Wir haben schon einige Quests gesehen. Töte 30 Spieler. Habe ich zum Beispiel auch. An einem Tag. Es gibt Leute, die schaffen das halt in einem Monat nicht. Das ist eine Sache, über die ich gerne reden möchte, ob man vielleicht da nochmal ein Balancing finden soll. Und dann nochmal die Frage zu einem Flea Market. Ist geplant, dass Flea Market auf 15 bleibt? Oder wollt ihr das noch verändern wieder? Ist das geplant? Ja, so Flea Market erstmal ist momentan noch 15 und bleibt erstmal auf 15. Okay, weil ich habe das Gefühl, sobald wir Level 15 sind, mit der Hilfe des Flea Markets und mit Hilfe einiger Quests, haben wir das Gefühl, dass wir relativ stark uns vom Level her boosten können. Also ab Level 15 hast du einen richtigen Sprung nach oben. Und zusätzlich noch mit den Dailies und Weeklies
Depending on how much money the player also zum Beispiel kannst du so viele Ganz-Miss-Quests machen, sobald du Level 15 bist, weil du eben alle Teile auf dem Flea Market kaufen kannst. Ja. Also ich sag jetzt nicht, mach jetzt Ganz-Miss Fountain Raid oder sowas, um Gottes Willen. Das wäre natürlich absolute Katastrophe. Also das auf keinen Fall. Aber irgendwie hinzukriegen, dass dieser Level 15 Boost oder dieser Level Flea Market Boost nicht mehr so krass ist. Ja, ich habe mit Nikita letztens drüber gesprochen tatsächlich. Es ist wirklich eine coole Quest. Das erste Mal, wenn man das machen muss. Aber jedes Mal, wenn du es wieder machen musst nach einem Vibe, es ist eher so eine Zeitverschwendung gefühlt. Also, du musst das allererste Mal musst du halt wirklich lernen, wie baut man eine Waffe. Und das ist cool. Aber die anderen Male musst du nur noch Wikipedia abklappern und gucken, welche Teile du brauchst. Und das ist immer eine leichte Veränderung, ja. Vielleicht ein paar Kills mit einbauen, dass man Kills braucht mit dieser Waffe, die man baut. Dass man die Waffe baut und dann Kills machen muss. Nee, sowas kann ich mir auch vorstellen, sagt Noisegay, aber machen wir einen Schritt weiter. Würdest du sagen, dass das Wirtschaftssystem, was wir momentan haben, so mit dem Ganzen, dass das schon am, dass da ist schon, wo wir hinwollen? Oder sind wir noch weit weg? Also der Status, den wir momentan haben mit dem Wirtschaftssystem, ist das das so, wie du es dir, vorstellst? Oder willst du immer noch momentan, dass die Leute Features testen? Also ist das sozusagen immer noch ein Benefit für den Spieler, gewisse Dinge sehr schnell zu machen, damit ihr als Entwickler das testen könnt? Damit ihr sozusagen einen Pool habt, wo ihr sehen könnt, die Quests funktionieren so und so, und dass ihr dann testen könnt mit dem Wissen, dass das Wirtschaftssystem Spieler viel Geld geben kann, um solche Quests sehr, sehr schnell zu machen. Es fällt mir schwer zu erklären, sagt Noisegay, aber ich hoffe, du hast einigermaßen verstanden. Ja, Nikita sagt, ich hab ständig immer wieder Ideen mit dem Flea Market, mit dem Wirtschaftssystem im Großen. Also ich werde den Flea Market nicht entfernen. Der wird nicht rausgehen, das auf gar keinen Fall. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, und es wird wahrscheinlich passieren, dass auf irgendeine Art und Weise limitiert wird. Das hat alles, was wir machen, hat immer sehr, sehr starke Vor- und Nachteile. Alles hat sehr, sehr starke Vor- und Nachteile. Und Leute, die sagen, ja, mach das weg und mach das weg, füge das hinzu oder füge das hinzu. Oder wir brauchen zum Beispiel Level Flea Market von Level 0 und der Nächste sagt, wir brauchen gar kein Flea Market, der muss komplett raus. Einige sind ein bisschen näher dran, wie es jetzt ist, und sagen, ja, Nikita, versuch doch mal ein bisschen in diese Richtung zu ändern. Und also jeder möchte das geändert haben. Also hier wirklich jeder. Meinst du mich damit, Nikita? Meinst du, dass ich das immer dir flüstere, dass ich diese Änderung haben möchte? Er sagt, nein, nein, nein. Also jeder hatte seine Idee. Entwickler und Spieler und auch bei uns, auch im Team, auch bei den Entwicklern. Jeder hat seine Idee. Es ist so komplex, dass jeder praktisch seine eigene Idee hat, und es ist absolut schwer zu entscheiden, welchen Weg nehmen wir jetzt am Ende. Grundsätzlich ist es gut, dass wir so viele Ideen haben, weil das eine gute Sache für das Spiel ist. Wir haben die Möglichkeit dazu, den möglicherweise besten Weg zu finden. Aber es ist absolut egal, welchen Weg wir am Ende gehen, weil es wird immer jemanden geben. Es wird immer jemanden geben, der komplett abstrakt dann reinschreit, entfernt den Flea Market komplett. Das wird es immer geben. Das wird immer geben. Und es wird immer Leute geben, die sagen, mach den Flea Market ab Stufe 0. Dazu kommt, dass viele Leute oft sagen, ja, ihr versucht es immer, den Streamern recht zu machen. Also alles, was ihr tut, macht ihr, damit der Streamer es einfacher hat und so weiter und so fort. Also die Anzahl der Spieler, die wir haben,
die wirklich streamen, ist so klein. Das ist so klein. Aber die Anzahl der Leute, die viel spielen, ist viel, viel größer. Und diese Aussage zu sagen, ja, die Veränderung, die ihr macht, ist nur für die Streamer und so weiter, ist völliger Quatsch. Also der durchschnittliche Spieler spielt halt ein paar Stunden in der Woche. Und die Änderungen, die wir reinmachen, sollen Änderungen sein, die für jeden geeignet sind. Sowohl für den, der gelegentlich spielt, als auch der viel spielt. Also, Flea Market muss verändert werden. Aber er muss auf eine Art und Weise geändert werden, der perfekt durchdacht sein muss. Es ist nicht so funktionieren, dass eine Person kommt und sagt, ich weiß ganz genau, wie es funktioniert und so verändern wir das. Und dass wir irgendwie eine Sache uns anschauen und die dann umsetzen. Von irgendeinem Streamer, der uns hier eine Präsentation hält und sagt, pass auf, ich habe die und die Ideen, so und so, muss das geändert werden. Und ich sehe dann während so einer Vorstellung von Ideen, dass die Leute überhaupt keine Ahnung über Spielentwicklung haben. Also das Thema an sich ist einfach sehr, sehr kompliziert. Я не знаю, с чего они делали ее, вот, но она прикольная. Там я там в кепке. So there was a post on Nikita's Instagram about. Also Nikita hat a small toy. Auf Instagram gepostet, dass er mal ein kleines Spielzeug bekommen hat. Achso, so ein Mini, habe ich gesehen, genau, so ein Mini-Tikita. Ja, ich habe so ein Paket bekommen, habe ich auf Instagram geöffnet. Ich habe ein kleines Video auf Instagram rausgehauen. So Mini-Nikita? Ja, ist auf Instagram, klar. Ich hab's ja heute rausgehauen sogar. Unpacking von der Nikita-Puppe. Ja, war cool, ja. Und Axel hat gefragt, ob das die Puppe ist, die hinten im Schrank steht. Sehe sie gerade nicht, aber steht wohl hinten im Schrank, sagt er, ja. So, okay, was ist das nächste Thema? Nächstes Thema. Neues Guy, hast du eine Liste? Nolan? Ich glaube, Nolan ist gerade AFK. Okay, kein Problem. Also jemand hat mal gefragt, ob wir Spielerveränderungen kriegen können, dass wir Hautfarbe verändern, das Aussehen von Spielern verändern können. Willst du da was geben? Spielerveränderungen, die kommen werden nur für das Gesicht kommen. Also reine Gesichtsveränderungen. Vielleicht noch die Haare. Haare werden noch verändert sein, aber mehr nicht. Warum? Wir wollen einfach nicht diese großen Veränderungsmöglichkeiten haben. Das Problem ist nämlich, dass sich sowas auswirken kann auf das Spiel, auf die Rüstung, auf Face Shields und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht. Also wir implementieren immer wieder neue Gesichtsmodelle und neue Frisuren und sowas ins Spiel. Ja, das kommt auf jeden Fall. Und in der endgültigen Version werden einige Features dabei sein. Und ihr als Beta-Tester, also alle, die es gerade spielen, ihr seid ja alles Beta-Tester, ihr werdet es gar nicht sehen in der Beta, erst bei Release. Also da werden noch einige Sachen kommen, die euch in der Charaktererstellung helfen können. Also ich verstehe das schon, sagt Pesley, ihr wollt natürlich viele Features zurückhalten, so dass das Gefühl da ist, wenn das Spiel released wird, dass es kein fließender Übergang ist, sondern dass der Release etwas ganz Besonderes ist für jeden, mit 1000 neuen Features. Also es wird sich momentan nichts ändern, die Entwicklung wird immer kontinuierlich sein. Aber viele der großen Features, die kommen werden und das ganze Spiel verändern werden, die werden erst da sein, wenn Version 1.0 da sein wird. Und das machen wir natürlich, damit der Spieler dann bei Release auch eine neue Spielerfahrung hat.
für Release. I have a general lack of English words for today. I watched the Pulp Fiction movie today. Also ich habe heute Pulp Fiction geschaut, sagt Nikita, mal kompletter Themenwechsel. Ich habe I call those you brought that up. I'm back, by the way. Someone was at the door, so sorry about that. According to my DMs, it sounds like you guys asked me something and I didn't respond. But anyway. Achso, Noise Geister. Er sagt, sorry, ich sehe gerade, ihr habt mich was fragen wollen, aber ich war nicht da. Sorry. Nee, war nichts Wichtiges. Okay. You don't even speak perfect English. It's just Nikita-ism. That's pretty much it. That's the best way to explain it. But if... Go ahead. Okay, mach weiter. Pretty common thing to have this podcast in the late evening when I totally exhausted. Also, es ist ja leider, es ist ja komplett so Tradition geworden, dass diese Podcasts, die wir hier immer machen, immer abends sind, wenn ich komplett fertig bin. Ich weiß, dass diese Uhrzeiten perfekte Uhrzeit sind für Europa, für die USA. Ja, für jemanden wird es natürlich weiter früh am Tag sein, viel am später. Aber wir sind halt genau in der Mitte und ich glaube, das ist schon für alle, ist es schon ganz gut mit der Zeit. Aber ich bin immer kaputt und er meint, dass mir fällt es deswegen auch schwer, das eine oder andere noch zu erklären, weil man halt einfach kaputt ist teilweise nach dem langen Tag. Und deswegen vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen schwerer zu erklären ist für mich, weil ich schon wirklich einen langen, harten Tag in der Regel hinter mir habe. Wie viel Uhr ist es in Australien denn? 5:45. Also 18 Uhr. 18 Uhr. Das ist unglaublich. 18 Uhr so früh. Das ist unglaublich. Okay, pass auf. Ich bin neugierig. Du musst nicht alles sagen. Aber was würdest du jetzt final sagen? Was ist der entscheidende Punkt für 12.12? Also, Inertia, Voice over IP, zweite Iteration der Waffenfehlfunktionen, neue Waffen, Waffentypen, Revolver, doppelläufige Shotgun, neue Shotguns generell, Lighthouse natürlich, die neue Map, die erste Iteration für Lighthouse, neue künstliche Intelligenz, neue Waffen, Scar, habe ich schon gesagt. Was noch? Mal kurz überlegen. Unity Patch, wann kommt Unity? Unity-Patch. Unity wird jetzt gerade getestet auf den ETS-Servern. Also Unity ist gerade getestet. Und für ganz kurz für die, die nicht wissen, was Unity ist und was damit auf sich hat. Es ist nichts Großes, Magisches, was das Spiel komplett neu verändern wird. Es wird nicht plötzlich ein besseres Spiel mit besserer Grafik. Wir bewegen uns damit einfach auf eine neue Plattform. Für uns ist es ein großer und wichtiger Schritt, um die Entwicklung viel, viel besser machen zu können, mehr Möglichkeiten für die Entwicklung für das Spiel viel schneller zu entwickeln. Also eine neue Plattform, eine neue Grundlage, die wir haben. Unity 2019, unter anderem die DLSS-Technologie von Nvidia, auch essentiell, dass wir das nutzen können. Also viele Dinge, die auf Unity 2019 basieren, die dann erst eingeführt werden können. Zum Beispiel grafische Optimierungen, Soundoptimierungen, Netzwerkoptimierungen, also viele, viele Sachen. Also es ist einfach im Endeffekt, also dieselbe Engine, die wir jetzt auch haben, aber wir haben viel mehr neue Möglichkeiten, neue Verbindungen, neue Tools, neues Werkzeug, um das Spiel effizienter, schneller, besser zu machen. Es gibt auch irgendwie so eine High-Definition-Geschichte. Ja, genau sowas, genau. Genau. I didn't know if it passed that. It sounds like you
were asking if I could get to a couple questions, or do you wanted to move to something else? Was? Darf ich ein paar Fragen stellen? Ja, außer wenn Nikita noch was zu sagen hat, ansonsten ja. Nikita, hast du noch irgendwas zu 12.12 zu sagen? Ja. Also ich möchte natürlich das Element der Überraschung aufrechterhalten. Und ja, das meiste, wisst ihr, die Anzahl insgesamt an Veränderungen wird nochmal relativ groß sein. Es wird 45 Veränderungen geben, sagt er. Das ist schon einiges. Also, was ich am ehesten noch sagen kann, ich gucke mal gerade nach. Es wird noch ein paar, zwei geben. Ist zum Beispiel Ballistik-Änderung eine der Sachen? Ja. Also Ballistik-Änderungen sind auch eine wichtige Sache. Ich kann euch nicht alles sagen. Ich kann euch nicht alles sagen. Es ist so, mit jedem Wort, was ich sage, habt ihr zwei neue Fragen. Und schreibt das auf und nimmt das wortwörtlich. Was ist mit dem Future dann in Zukunft? Was mit dem Future? Also ich versuche euch schon viel zu sagen und viel zu erzählen. Also es gibt einfach noch viele Sachen, die ich jetzt geheim halten möchte, die in 12.12 drin sind, aber die ich euch jetzt nicht sagen möchte. Ja, also so viel wie möglich, so wenig wie notwendig, so viel wie möglich. Umgekehrt. Genau so. And unfortunately, I do not like, for the most of them, I don't like how they work, how they give the information. But like no one is a great journalist, but we must not. Also ich kenne Nolan schon und es ist ja so, die Art und Weise, wie er ist Journalist, also wie diese Leute halt Informationen verarbeiten, sammeln und dann weitergeben, ist manchmal schon relativ schwierig. Das Problem ist, wenn man zu viel Informationen gibt, dass dann viele Sachen so gehypt werden, dass sie mehr sind als das, was man dann eigentlich ursprünglich gesagt habe. Und Nolan sollte es eigentlich wissen, weil gewisse Dinge werden sehr, sehr aufgebauscht. Und das will ich jetzt nicht. Also ich habe noch ein paar Sachen, sagt Nolan. Also von mir aus, ich habe noch genug Fragen. Ich möchte Nikita jetzt aber auch nicht jetzt Probleme bereiten. Ich habe ein paar Sachen hier, die kann ich gerne fragen. Also zum Beispiel eine Sache, die ich hätte. Also ich habe hier tatsächlich sogar eine kleine Liste. Also unconscious state, also dieser Zustand der Unmacht, ob wir da schon irgendwas mehr berissen, wann das kommt, was damit passieren wird. Ja, also dieser conscious state ist eine Mechanik, in der der Spieler eben zusammenfällt und bewegungslos ist. Also diese Animation, diese Rectal-Animation war sozusagen ein Teil des Fehlfunktions-Patches. Das Problem ist, dass durch die Fehlfunktionen und generell, dass wir so viele Dinge noch zu tun hatten, die kommen werden, dass wir diese Unmachtsanimation sozusagen erstmal rausnehmen mussten. Diese Fehlfunktion an sich ist so komplex, dass ihr werdet euch freuen darüber, auch wenn viele sagen, sie freuen sich nicht darüber, ihr werdet euch freuen, weil es eine großartige Sache sein wird. Auch da viele neue Animationen, viele neue Mechaniken und so weiter. So, also momentan werden wir den Conscious State, also den Unmachtsstatus, nicht einführen. Aber wir haben bereits viele Demonstrationen, die zeigen würden, wie das funktioniert. Also es ist schon und dazu haben wir auch viele weitere Animationen in petto für viele, viele andere Dinge. Einige dieser Sachen werden kommen in 12.12 und diese Unmachtsgeschichte
es ist doch eine relativ große Sache, die wichtig ist und die dann später kommen wird. Also wahrscheinlich kommt das Ganze nächstes Jahr ins Spiel. Und ja, wir werden euch vorher auch ein paar Sachen zeigen dazu, auf jeden Fall. Aber momentan ist es einfach nicht unbedingt die höchste Priorität. Das Ding ist, dass es sozusagen neue Anforderungen hat, was das Clipping angeht, korrekte Positionen von Gelenken, die auf dem Boden liegen, von Beinen, Armen, Netzwerkoptimierungen, Synchronisation von verschiedenen Körpern, die Physik dahinter, das ist die Hölle, sowas zu programmieren. Also die Grundidee daher ist sozusagen, also für uns ist es noch eine schwere, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Das Ganze ist noch in der absoluten Entwicklung und wir forschen sozusagen fast noch dran. Wir kennen schon gute Animationen dazu gesehen, gute Mechaniken dazu gesehen. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben es bei anderen gesehen, wir selber sind noch nicht so weit. Irgendwas geplant mit Third-Person-Animationen? Oder irgendwas geplant, dass du zum Beispiel eine Kamera hast oder sowas, dass man etwas aus Third-Person sehen kann? Nein. Nein, nein, nein. Es wird keine Third-Person-Ansicht geben. Es wird keine Mikrotransaktionen geben. Also wir haben ja keine Mikrotransactions. Guck mal, die ganze Zeit, in der wir das Spiel draußen haben, gab es keine Mikrotransactions. Ich weiß, du willst keine, aber ich hasse Mikrotransactions. Es ist eine Manipulation. Guck mal, ich habe zum Beispiel bei Contract Wars das Ganze gesehen. Ich hasse allein schon diesen Ansatz, Geld zu nehmen von Spielern für diese Dinge. Ich hasse es, Geld zu nehmen von den Spielern für solche Dinge. Es ist einfach nicht mein Stil. Ich finde das nicht gut. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns entschieden haben, eben dieses Founder-Paket zu erstellen. Also den Standard-Account und dann in verschiedenen Schritten bis hin zur EOD-Version. Es gibt fünf Versionen, die man kaufen kann. Und ja. Und wir haben immer versucht, auch diesen Unterschied zwischen der Standardversion und der ED-Version nie zu hoch zu halten. Also ich persönlich bin ein großer Feind von Pay-to-Win, von diesen kosmetischen Shops, Skins zu kaufen und so weiter und so fort. Also ich finde, eine faire Sache ist es zum Beispiel, etwas über Achievements freizuschalten, ist super, über Quests freizuschalten, etwas zu finden in der Tasche, von jemandem zu klauen, einen Boss zu töten, also sozusagen über das Spiel solche Sachen zu bekommen, bin ich absolut fein. Aber ich habe absolut keine Lust, sowas käuflich zu machen. Das ist absolut nicht mein Ding. Ich kenne so viele Leute, die mir gesagt haben, warum machst du keine Microtransactions? Das Spiel wird explodieren damit. Es wird wahnsinnig groß werden damit. Und diese Leute werden nie verstehen, warum ich das nicht reinbringe. Die verstehen das nicht. Die haben eine andere Philosophie. Das Spiel soll nicht in diese Richtung gehen. Also auch einige Spiele fragen, ja, wie lässt du denn das Spiel dann, wie finanzierst du das denn dann eigentlich? Ja, wir finanzieren das Spiel mit neuen Spielern. Das ist der einzige Quelle, wie wir Geld verdienen. Die neuen Spieler. Und das bedeutet, dass wir unser Level des Spiels, unseren Fortschritt, die Weiterentwicklung immer wieder aufrechterhalten müssen, immer wieder uns verbessern. Wir müssen alles dran setzen, gut zu sein. Das ist unsere allererste Pflicht, weil es ist unsere Einnahmen auch. Auf Twitch uns
um uns um Twitch zu kümmern, um soziale Medien zu kümmern, das gehört alles dazu. Aber Microtransactions gehört nicht dazu und ist ein absolutes No-Go, wird nie dazugehören. Ist mein persönliches Hassobjekt sogar. Hassobjekt. Okay, wir haben noch was. Die erweiterten Animationen. Zum Beispiel Klettern, Springen. Da gab es einen Tweet von Willards. Sein Kollege hockt sich hin, Willards springt auf ihm drauf und schießt dann über Kopf in das Fenster rein und killt zwei Spieler. Die Frage ist, ob es da erweiterte Animationen gibt, um zum Beispiel gezogen zu werden, an neue Positionen zu kommen, an die man momentan nicht kommt, diese Grundmechanik, die man momentan noch einfach macht, um zu erweitern? Ja, es wäre auch möglich. Also eigentlich wäre es sogar relativ einfach. Einfach sowas zu verbessern und zu erweitern, wäre gar nicht so schwer. Es würde also den Mitspieler auf eine neue Ebene zu hieven, hochzuheben und so weiter. Das Ding ist, das Einzige, was man da halt ändern müsste, wäre das komplette Map-System. Das wäre das eigentliche Problem. Also Clippings, wer wo wie stehen kann, ohne andere zu behindern. Also man müsste einfach die komplette, jede einzelne Location auf jeder Map müsste man komplett verändern dafür. Also momentan ist es so, dass einige wenige Leute solche Dinge machen. Und ja, wir versuchen eigentlich sowas. It's not a common thing for us to have a feature. Also that will be purely good for us to produce and it will be totally okay for players. So even when we plan the feature lists, it's always several column. Also solche Features generell bei uns sind so geplant, dass wir nie ein Feature reinbringen, nur um jetzt jemanden glücklich zu machen oder um jemanden unglücklich zu machen, sondern wir haben immer den Gedanken, also wir haben sozusagen eine lange Liste an Features, die abgearbeitet wird. Und jedes Feature wird einzeln bewertet. Es wird überlegt, wie viele Testungen so ein einzelnes Feature gebraucht wird, wie intensiv das ist, inwiefern sich das auf andere Dinge auswirken wird. Am Ende bekommen wir sozusagen einen Score für die Schwierigkeit, die Umständlichkeit sozusagen dieses Features. Und wenn dieser Score am Ende, das ist eine einfache Zahl, wenn die zu groß ist, dann wird dieses Feature nicht ins Spiel kommen. Also wir bewerten sozusagen unsere Feature, jedes einzelne Feature nach Machbarkeit und Nutzen, Zeit-Nutzen-Faktor und Wichtigkeit auch von solchen Features. Ja. Und die Frage ist dann immer, wenn wir solche Features haben, inwiefern ist es sinnvoll, sowas einzubringen, wenn man die Zeit in andere Dinge investieren könnte. Also es ist immer ein Abwägen und man muss natürlich immer auf alle Spiele achten, dass einige das haben wollen, ja, aber man muss das abwägen. Weißt du, was gut wäre für alle Spieler? Killer-Klamotten. Killer-Klamotten, und zwar Hose, die Hose. Das Problem ist, wenn du Killer-Klamotten anhast, dass andere Spieler dich als Killer erkennen. Und nicht als PMC. Und das möchten wir nicht. Ist das der Grund, warum der eigentliche Tracksuit anders aussieht, den Spieler tragen, als der Tracksuit, den der Killer trägt? Nö, eigentlich nicht. Das sind eigentlich dieselben Klamotten. Man könnte am Model liegen, sagt NoiseGuy. Das Modell ist halt anders. Ne? Vielleicht deswegen. Ja, es ist so. Also die Hände sind unterschiedlich. Also das Einzige, was eigentlich unterschiedlich ist, sind die Hände. Aber nochmal, das ist dieselbe Klamotte, die Killer hat, und dieselbe Klamotte, die der Spieler hat. Aber keine Hose. Okay,
Also, ihr versucht ja, das Spiel zu finalisieren und auf Version 1.0 zu kommen. Es kommen ja noch viele, viele Sachen, viele große Sachen, viele kleine Sachen bis dahin. Und viele Sachen, von denen wir auch wissen, dass sie reinkommen werden. Und zum Beispiel haben wir gehört von PMC Karma und eine Hitbox-Veränderung und eine Armor-Hitbox-Veränderung. Grundsätzlich auch so eine Veränderung. Also das wären grundsätzlich Veränderungen, die unser komplettes Spiel verändern würden. Also das Wirtschaftssystem, das wird ja, würde ja auch sehr, sehr viel verändern, eventuell. Würde Einfluss haben auf die Maps und alles, was noch kommen wird. Ich glaube, dass solche Features halt wirklich massive Tests brauchen. Ich glaube, viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, welchen Einfluss das auf das Spiel hat. Jede Waffe wird vielleicht effektiver sein als die nächste und es muss balanciert werden. Also vielleicht, dass mit neuen Mechaniken plötzlich Headshots leichter gehen oder schwerer gehen. Also was mich persönlich interessiert ist, welchen Einfluss PMC Karma konkret hätte. Wir haben jetzt gesehen, was ist mit Scav Karma passiert? Die Leute arbeiten plötzlich zusammen. Es sterben kaum noch Scavs, die Leute gehen Hand in Hand. Also ich persönlich habe das Gefühl, je früher, desto besser so ein PC-Karma, also je früher so ein PMC-Karma kommen würde, desto besser. Also wie siehst du das? Wie ist da der Stand? Ja. Oh, sind alle down. Oh, und Pesley hat seinen Sandfall. I can hear you too, bro. I hear you. Ah, Axel, hi Axel, welcome back. Welcome back, Axel. Okay, alle wieder da, weiter geht's. Stört immer noch. Also, ich habe das Design natürlich in der Tasche. Vom PMC Karma, das ist da. Aber es ist momentan so nicht benutzbar. Also, Scav Karma hat uns halt eine großartige Idee gegeben, was man alles machen kann mit so einem Karma-System. Und aber auch welche Auswirkungen das hat. Was alles passiert dadurch. Es war eine großartige Einführung, die uns viel... Aber es geht nicht übertragbar auf PMC Karma. Es geht nicht zu übertragen. Hitboxen, Armor-Hitboxen, auch eine schwierige Sache, hätten einen großen Einfluss auf das Spiel, neue Hitboxen. Spieler hätten möglicherweise das Gefühl, dass alles noch zufälliger ist, noch randommäßiger. Momentan ist ja so, dass du, wenn du eine Rüstung hast, nach allen Richtungen geschützt bist. Wenn du eine Rüstung anhast, ist deine Vorderseite, die Seite, der Rücken, du bist ja wie so eine Tonne, wie ein Fass rundum gesichert. Hitboxes? No, not Hitboxes, advanced. Like, we have this post-match digitalization. Where did you hit? Karoshi, oh, hit count? We will need the more advanced kind of stuff to see where exactly bullet hit you. Also, wir haben ja... Wir sehen ja zum Beispiel momentan, wenn eine Kugel ankommt, oder sagen wir mal so, wir müssten Mechaniken einführen, die exakt sagen, wo eine Kugel einschlägt. Und der Spieler würde dann sagen, ja, aber Mann, ich trage doch eine Level 6 Armor. Wie kann es denn sein, dass mich eine Kugel frontal trifft? Und die Antwort wäre eben, ja, weil die Kugel eben da trifft, wo die Armor den Körper nicht abdeckt. Das würde zu vielen Problemen führen, wenn man das sich so durch den Kopf gehen lässt. Es wäre für viele Spieler, also erstmal grundsätzlich, wäre es für Spieler schwer zu verstehen, wie so ein komplexes System, was wirklich detailliert den Körper abdeckt, wie das überhaupt funktioniert. Und momentan ist halt so, wie die Rüstungen funktionieren, ist sicher nicht 100% so, wie es im echten Leben ist, wie wir es sehen, wie wir es kennen. Aber es ist ein System, was wir momentan haben mit der Rüstung, die einfach jeder Spieler versteht. Ja. Okay, also wenn ich eine Rüstung habe, ist mein Oberkörper geschützt, aber nicht nur der Vorderteil, sondern auch der Rücken.
Und wenn man sich überlegt, dass man jetzt zum Beispiel verschiedene Rüstungsteile für verschiedene Hitboxen bräuchte, vielleicht verschiedene Materialien, das Ganze werde, also prinzipiell ist es ja so, das wäre komplexer und noch mehr Hardcore entsprechend, was ich mag. Also so diese Idee, das noch weiter Hardcore zu machen, ist auf jeden Fall cool. Aber es muss halt immer so designt sein, dass ein Spieler noch was damit anfangen kann, dass er versteht, wie es funktioniert und dass ein Spieler es auch umsetzen kann für sich selber, dass er versteht, okay, wenn das so und so funktioniert, kann ich das für mich so und so anwenden. Ja. Natürlich gilt es auch dabei, dass der Spieler immer noch die Aufgabe hat, Dinge zu entdecken, selber herauszufinden. Zum Beispiel bei den Malfunctions genau dasselbe. Werden viele Fragen auftauchen. Die Leute werden Fragezeichen über den Köpfen haben erstmal und werden Tipps brauchen. Wie können sie damit umgehen? Wie können sie eine Waffe reparieren? Das sind Dinge, die erforscht werden sollen. Und ich bin mir sicher, diese Fehlfunktionen werden auch viel neuen Content geben. Für jeden Spieler. Für jeden. Aber Dinge, die halt erlernbar sind und dann auch komplett verständlich sein werden irgendwann, ja. Since we talked about realism and body, somebody asked a question in my chat. Is there any chance? Jemand hat eine Frage gestellt bei mir. Gibt es irgendeine Chance, dass wir eine Animation kriegen, um Gliedmaßen abzuschießen, Arme abzuschießen, Beine abzuschießen? Ja, nochmal. Natürlich wäre das super easy. Und ja, wir könnten das sofort einführen. Mit einem Modell. Ganz simpel. Ganz einfach. Aber die Gesamtimplementation mit dem System wäre eben nicht so einfach. Habt ihr mal Red Faction gespielt? Kennt ihr das Spiel Red Faction, fragt er? Ja, das war damals ziemlich brutal. Ich kann mich noch erinnern. Brothers in Arms war auch richtig cool. Also cool im Sinne von, also eine Granate wurde geworfen und klar, Gliedmaßen sind durch die Gegend geflogen. War ziemlich heftig. Also nochmal, es ist generell, ich verstehe das schon, es wäre eine coole Sache für das Spiel, ja. Es wäre eine coole Sache, Gliedmaßen abzuschießen. Aber wir haben einfach so viel zu tun und so eine relativ kleine Veränderung, die so viel Arbeit mit sich bringen würde, hat einfach im Vergleich zu anderen Dingen eine geringere Priorität. Vielleicht machen wir mal für euch eine Demo von gewissen Dingen, um euch zu zeigen, wie etwas aussehen könnte. Also zum Beispiel vielleicht so ansatzweise, wie das aussehen würde, wenn Arme, Beine abfliegen würde. Mal gucken, wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, ich höre jetzt auf damit. Ich könnte noch 3 Stunden drüber sprechen, aber ich habe noch 2 Sachen, die mir persönlich sehr wichtig sind, Nack, sagt Noisguy. Drei Sachen. Also NPC-Fraktionen, PMC-Skills, NPC-Fraktionen, PMC-Skills und Steam Audio. Die nächste Iteration von Steam Audio. Also mir ist nicht ganz klar, was du mit dem ersten meinst. Ja, was ist mit der UN und den ganzen Fraktionen, die in dem Spiel sind? Kommt da, passiert da noch was? Okay, frag nicht alle 3 auf einmal. Gib mir doch eine Chance, erstmal auf die erste zu antworten. Okay, sorry. Also Fraktionen. Momentan machen wir da nichts. Also das ganze Team, welches für die künstliche Intelligenz verantwortlich ist, sind momentan im Lighthouse-Prozess. Also wir haben 4 Bosse momentan, die entwickelt werden. Und die KI sozusagen muss trainiert werden für diese Bosse. Also, wird ein Lightboss-Boss kommen? Ja. Und wir haben überlegt, wie viele machen wir? Und wir haben gesagt,
Vier. Vier Bosse. Ja, wie kommt ihr eigentlich auf vier? Woher kam denn diese Zahl? Ja, ich hatte ein Konzept. Ich hab so eine spezielle Idee gehabt. Und deswegen sollten es ursprünglich vier Bosse sein. Ursprünglich. Und die Jungs und Mädels, die sind halt dabei gerade, erstmal den Boss für Lighthouse oder die Bosse für Lighthouse zu programmieren. Und zwar detailliert zu programmieren für die künstliche Intelligenz. Die KI wird dann übertragen auf Streets of Tarkov. Und wenn das getan ist, wenn die Bosse sozusagen in Streets sind, dann werden UN-Truppen kommen und russische Truppen, also eine russische Fraktion, wird ebenfalls kommen. Wir haben ja in Shoreline diesen Hafen mit diesen Wänden. Da werden sie sein. Da werden sie sein. Ist das Terminal? Ist das? Nein, das ist nicht die Kmap Terminal. Ja, es ist Terminal. Es ist Terminal. Aber es wird halt nicht so offen sein. Du wirst nicht dahin gehen können. Es ist keine Map. Das Konzept ist nicht so, dass du da hingehen kannst. Aber Terminal wirst du begehen können. Also Terminal ist eine begehbare Zone, ist eine normale Map, ne? Aber sozusagen bei Shoreline, die KI, die da an der Grenze sein wird, ist die Grenze, wo du nicht hingehen kannst. Es ist sozusagen ein Ende der Map. Es ist einfach ein Ende. Und diese Mauer machen sozusagen einen Teil von Terminal aus. Momentan haben wir das Gefühl, es ist relativ schwierig, Raider und Spieler auseinanderzuhalten auf Labs. Hast du da eine Idee, die Stimmen zu verändern, dass man das besser auseinanderhalten kann? Na, ich habe viele Reddit-Posts gesehen und auch viel gelesen über Spieler, über Raider-KI. Und Ideen, die Leute haben. Diese Ideen, die da reingebracht wurden für die Raider und so weiter, wurden aber schon implementiert damals. Das Problem war damals, erweiterte AI für die Raider waren drin, wurden aber sozusagen vom Spiel selber damals nicht angenommen. Und diese KI hätte eben die Raider einmalig gemacht. Aber wir haben das wieder rausgenommen, weil das zu vielen Problemen geführt hat. Neue Raider-Mechaniken wären jetzt im Spiel. Hätte das funktioniert, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen ist es nicht mehr drin und wird überarbeitet. Okay, kommen wir nochmal zu den Skills, PMC-Skills. These skills are still there, because actually the skills in the EFT, it's a pain in the ass, actually. Also pass auf, es ist so, die Skills in Escape from Tarkov sind generell ein Tritt in den Arsch. Muss man so sagen. Die Skills arbeiten nicht so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Spieler nutzen diese Skills aus, leveln teilweise extrem schnell, indem sie gewisse Mechaniken nutzen. Und jeder Spieler, der normal spielt, der durchschnittlich spielt, diese Spieler sind halt immer genervt von diesem gesamten Skillsystem, weil sie ihre Skills nie so stark leveln können, wie diese Leute, die das System entweder sehr schnell spielen oder sogar ausnutzen. Also ich verstehe das 100% aus Sicht des durchschnittlichen Spielers. Ich verstehe das 100%, weil dieses Skillsystem sehr schwer zu balancieren ist. Irgendwann, also es wird immer wieder Leute geben, die auf Reddit gehen und sagen, hier, guckt mal, ihr Haufen Idioten, ihr habt gar keine Ahnung, aber hier biete ich euch eine Lösung an. Erstens, entfernt das und das. Und so kommen manchmal so Ideen auf Reddit und
Ja, wenn ich sowas lese, denke ich nur, okay, der die Person hat anscheinend perfekt verstanden, wie das Programmieren von einem Spiel funktioniert. Also manchmal ist es wirklich so, dass interessante Ideen gepostet werden. Und ja, ich schreibe mir auch Sachen auf von so Sachen, die auf Reddit geschrieben werden. Ich hasse es halt, wenn Leute reinschreiben, du musst das und das machen, entferne das und das, füge das hinzu, entferne die Skills und so weiter und so fort. I was saying like there is still a lot of skills not in the game yet. Also es ist momentan so, dass wir jede Menge Skills haben, jede Menge Skills, die noch nicht im Spiel drin sind. Und meine Vorstellung ist natürlich, wie dann irgendwann die Skills zusammenarbeiten, wie sie ineinander greifen. Guck mal, wir hatten zum Beispiel vor einer langen Zeit den Memory Skill. Und der wurde nie benutzt. Erinnert ihr euch zum Beispiel an den Moment, wo Memory Skill plötzlich aktiviert wurde, wo wir das aktiviert haben? Wir haben das unter der Bettdecke sozusagen gemacht. Und Axel sagt, ja, ich erinnere mich tatsächlich daran, an dem Moment, wo Memory Skill war die ganze Zeit drin, aber wo es dann reinkam, tatsächlich aktiviert wurde und Sinn machte. Er erinnert sich sogar dran. Ja gut, aber das ist ja nur ein Beispiel mit dem Memory Skill. Also, ich möchte eigentlich nur eines, was die Skills angeht, erreichen. Ich möchte erstmal alle Skills, die geplant sind, releasen. Und dann sehen, wie die PMCs sozusagen funktionieren. Welchen Vorteil haben sie von dieser Gesamtmenge an Skills? Welche Nachteile haben sie durch diese Gesamtskills? Welche Nachteile haben andere? Und wie wirkt sich das Ganze auf das Spiel insgesamt aus? Auf das Waffensystem, auf alles. Wie ist am Ende des Tages dann sozusagen das Gesamtbild? Ja, selbstverständlich, sagt Neues Sky. Viele Sachen, die entwickelt werden und die reinkommen, es ist immer wieder schwer, braucht viel Testen, braucht viel, viel Zeit, gar keine Frage. Also, wir brauchen halt auch für viele Entwicklungen viel Zeit, damit wir Feedback kriegen, damit wir sehen können, ob was gut funktioniert, ob was schlecht funktioniert. Und ja, und was ich mir vorstelle oder was mich freuen würde, ist halt, wenn das Spiel, was wir dann released bekommen, wirklich am Ende des Tages ein komplett anderes Spiel ist, als das, was wir jetzt gerade spielen. Ne? Freue ich mich mega drauf, sagt Neues Sky. So, nochmal die letzte Sache, die ich anbringen möchte. Audio. Also, du hast etwas erzählt, was möglicherweise mit Unity kommt. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber du hast gesagt, die nächste Iteration von Steam Audio hat was mit Unity zu tun. Ist Steam Audio CPU-fordernd? Ja, es ist auf jeden Fall CPU-fordernd. The person who actually was responsible for that was redirected for the more important tasks. And, also die Person, die ursprünglich dafür verantwortlich war, macht momentan andere Dinge. Und das musste sein. Und deswegen ist die Entwicklung sozusagen in diesem Bereich ein bisschen verlangsamt worden. Also das, wir sind da nicht so weit, wie wir das wollten. Also leider verschiebt sich die nächste Steam-Audio-Iteration. Wir können nichts machen. Es gibt momentan sehr, 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 sehr wichtige Dinge, die wir machen müssen. Und Steam-Audio ist im Vergleich dazu nicht ganz so wichtig und ist deswegen delayed. Also es wird nicht mit der Unity Engine und den nächsten Patches kommen. Delay. Also, about some specific talk. It was about everything.
Nochmal, als wir damals darüber gesprochen haben, haben wir players who are interested in what's going on in the development and how exactly we develop the EFT. Also wir hatten ja letztens einen Talk und es ist so, dass es halt ein allgemeiner Talk war, dass wir allgemein darüber gesprochen haben, wie sich das Spiel entwickelt, was erwartet neue Spieler und so weiter. Und in diesem Gespräch musste man natürlich, dadurch, dass es um sehr allgemeine Themen ging, komplett weit ausholen und über alles reden. Und dabei kamen auch gewisse Sachen zum Thema, wie zum Beispiel das Audio und so weiter und so fort. Okay, also ich hatte noch eine Idee zum Prestige-System. Ich persönlich würde es mega feiern, wenn du irgendein Symbol kriegen würdest, neben deinem Namen. Oder auf dem Doc-Tag zum Beispiel. Irgendeine kosmetische Veränderung, die dein Prestige darstellt. Also wenn du deinen Charakter zurücksetzt auf 0, Prestige 1 hast, dass du das dann symbolisiert bekommst, im Namen, über ein Badge auf dem Doc-Tag. Also auf jeden Fall eine Visualisierung des Prestiges. Wäre noch eine gute Idee, wenn man das visualisieren könnte. Ja, es wird irgendwas kommen in dieser Richtung, irgendwas in dieser Art. Also das ist auf der Liste des Prestige-Systems, da wird was kommen, auf jeden Fall. Ja, also ab wann kann man denn prestigen überhaupt? Ab wann kann man prestigen? Wenn du Kappa hast, nimmst du den Kappa dann mit oder lässt du ihn zurück? Du nimmst den Kappa mit. Du behältst deinen Kappa. I think a lot of people would be like, I farmed and worked all the way to Kappa, and now you took it away. Like, so that would be. Also, das heißt, du gehst bis zum Kappa, machst dann Prestige 1 und hast dann dein Prestige bis Level 1, aber hast noch dein Kappa. Okay. Are we just gonna keep talking? It's like 20 seconds. Just keep going, man. Okay. All right. Okay. So I was curious because we're coming up on a lot of guns and you've mentioned there's just too many guns that you want in the game. Wir haben mal über die Waffen gesprochen, sagt Neusky. Und du hast mal gesagt, dass wir halt sehr, sehr viele Waffen im Spiel haben und immer mehr kommt und so weiter und so fort. Was hältst du denn von Waffenprestige? Also es soll natürlich dieselbe Waffe bleiben, also eine AK. Bleibt eine AK, gar keine Frage. Aber dass vielleicht eine Waffe Prestige werden kann und sie dann ein bisschen anders aussieht. Also was ich mich frage, ist halt, wenn man Prestige einführt, welche Prestige-Systeme könnte man dann noch einführen oder werden eingeführt? Also ist da eine Möglichkeit, noch mehr zu prestigen? Okay, pass auf, es wird definitiv nicht und niemals irgendeine Skin geben für deine AK. Ja. Das wird keine Skin geben, weil eine Waffe immer davon abhängig ist, aus welchen Bauteilen du sie zusammensetzt. Die Bauteile definieren das Aussehen deiner Waffe. Ja, es wird aber Komponenten geben, die sozusagen Elite-Status haben, die du nur besondere Aufgabenerfüllungen bekommst. Das wird so eine Art Prestige-Item sein, ja. Aber was kommen wird, ist eine Nahkampfwaffe zum Beispiel, die du nur bekommen kannst über das Prestige-System. Oder zum Beispiel gewisse Dinge bei den Händlern, die du eine Elite-Waffenteile, die du nur bekommen kannst, wenn du dein Prestige durchgeführt hast. Ich fällt die Worte gerade nicht ein. Also Systeme sozusagen, die komplett gleich funktionieren, also die haben keinen Ingame-Vorteil, aber sehen zum Beispiel ein bisschen anders aus. Zum Beispiel Kappa. Dein normaler Kappa ist gelb, aber wenn du Prestige 1 hast und du dein Kappa noch hast, ist dein Kappa grün, als Beispiel. Also selbe Funktion,
absolut selbe Funktion, aber optisch verändert über einen Elite- oder Prestige-Status. Ja, oder so eine Art anderes Dog-Tag vielleicht, andere Farbe vielleicht. Also wir haben uns überlegt, vielleicht sogar eine Ruhmeshalle einzuführen. Eine Ruhmeshalle, wo man vielleicht irgendeine Art von Ranking-System einführen kann. Also eine Ruhmeshalle für dich selber, wo du deine Achievements sehen kannst. Zum Beispiel, wenn du bei Twitch Rivals gewonnen hast, dass du dann deine Pokale da reinstellen kannst. Oder sozusagen deine Aushängeseite, mit denen du zeigen kannst, was du alles erreicht hast. Sowas wird auch kommen. All the streamers want to receive a streamer item. Alle Streamer wollen ja ein Streamer-Item. Wird da noch was kommen an Items für einzelne Spieler? Also, ich hab da schon vor langer Zeit drüber gesprochen. Wir möchten ein Turnier machen. Wir werden ein Turnier machen. Das ist schon gelegt. Und der erste Preis für dieses Turnier ist ein Streamer-Item. Also wir hatten sogar schon ein Datum dafür. Es ist aber irgendwas passiert damals. Und deswegen konnten wir dieses Turnier nicht durchführen. Ich persönlich denke, das ist einfach eine schöne Möglichkeit für Streamer, ein Streamer-Item zu bekommen. Also nicht einfach nur und auch nicht nur für einen Spieler, sondern natürlich für die ersten drei Plätze oder die ersten fünf Plätze. Die ersten fünf Plätze dieses Turniers bekommen dann ein schönes Item. Und so versuchen wir den Streamer dann auch ein bisschen was zurückzugeben und das möglich zu machen. Also wir sind auf jeden Fall dran, dieses Turnier in die Welt zu organisieren. Und ja, wir können dann über die Items diskutieren, was die Person haben will. Aber ja, es wird über dieses Turnier laufen, primär. Ich glaube persönlich, dass es eine coole Idee ist. Eine coole Art und Weise, Leuten Streamer-Items zu geben. Give a long answer, short answer, whatever you want to, Nikita, and better short one, because again, what's your thinking about the short one? First one, I saw this one before. A hotkey to turn on the flashlight. Kurze Fragen. Hotkey für Taschenlampe am Helm. Hotkey für Taschenlampe am Helm. Momentan kann man ja Taschenlampe an den Helm packen, aber du musst sie runternehmen, anmachen, rausnehmen. Backlog with the task, so I think this task was created. I don't know. Also da war was mit einer Task tatsächlich. Ich werde es mir aufschreiben. Hotkey für Dings. Hotkey für Taschenlampe am Helm. Gute Idee. Can you add in there about IR strobes as well? I know that comes up in my comments a lot. Yeah, like it's a whole lineup of IR devices, lasers, illuminators. Ja, yeah, also es geht um alle Dinge natürlich, nicht nur die Taschenlampe, also alles, was man dran machen kann. Laser, Lampen, Infrarotsysteme. Also wir hatten ja sowieso vor, da mehr zu machen. Und das Ganze war ursprünglich gedacht für 12.11. Dieses ganze System der Komponenten wird nach 12.12 kommen momentan. Frag Nikita über das MCX Buffer Tube. Es gibt wohl kein MCX Buffer Tube in den MCX Mods. Also es fehlt bei den Händlern oder was? Ich glaube, es gibt ja dieses Advanced Buffer Tube, ja. Doesn't it not work like that? I thought it's a different system for the recoil. Dass man das nicht benutzen kann? Was wollt ihr denn mit dem Buffer Tube? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ja, dass man halt M4 Komponenten an die M6 montieren kann. Ich glaube, das ist es, sagt Besseli.
Genau, man möchte das so weit modden, dass man die Komponenten von einem anderen Waffensystem nutzen kann. Spieler wollen Mods haben für die M6. Schalldämpfer. Schallis. Ja, das ist geplant für 12.12. Warte, ich hab ein Bild, sagt er. Ich hab ein Bild, ich zeig euch das Bild. Ich hab ein Bild für euch. Hier, live von den Nikki Leaks, sagt er. Ein schönes Bild. Darkwing Duck. I can send it in Discord. Er schickt es in den Discord. Kannst du auch in meinen Discord schicken? Super crazy. Mhm. Bin gespannt. Just give me one second. Here we go. Aha. Ah. Oui, oui. HKUMP, Submachine Gun. Schalldämpfer. Ja, aber das HKUMP. Das ist eine relativ große Menge an Attachments. Aber ja, die Leute sagen halt immer neue Waffen. Aber wir brauchen mehr und mehr und mehr. Und ja, wir haben gesagt, okay, komm. Wir müssen einfach mehr reinbringen ins Spiel. Das wurde von uns gefordert und ja, wir versuchen halt Erweiterungen sozusagen auch die Mod-Möglichkeiten zu vergrößern. Und also nochmal bitte, ich habe noch viel mehr solche Sachen, noch viel mehr. Viel mehr. Aber ich möchte euch das jetzt nicht spoilern. Es soll auch eine Überraschung übrig sein, wenn 12.12 kommt. Es soll einfach noch was übrig sein, wenn 12.12 released wird. So eine Idee, dass man, wenn man als Gruppe eine Runde spielt, dass man dann gemeinsam in einer Lobby bleibt und wieder eine Runde spielen kann. Ja, wir haben ein komplett neues Lobby-System geplant. Dass man, ja, also das ist auf jeden Fall geplant. Dass man in einer Gruppe sich trifft und dann alles gemeinsam macht. Und auch in der Gruppe bleibt, auch nach einer Runde, ist komplett geplant. I have like another question, maybe a suggestion. Do you think it's possible like to Ich habe noch eine Frage. Some servers on the launcher which have the highest number of players? Wäre es vielleicht so eine Art Möglichkeit, dass man Server markiert? Zum Beispiel Server, wo besonders viele Spieler sind. So dass Spieler sich Server raussuchen können, wo viele Spieler sind, um viel PvP zu haben. Ja, sagt Nick Pestily, ich habe das schon vor langer Zeit vorgeschlagen, tatsächlich, dass Spieler sehen können, wo wie viele Spieler sind und dann entscheiden können, pass auf, ich nehme lieber den leeren Server, weil ich eine ruhige Runde haben will, oder ich nehme den PvP-Server, weil ich jetzt Action haben will. Hm, finde ich generell eine gute Idee. Nikita, ja, ich schreibe es auf. Ich gucke es mir mal an. Ich schreibe es mir auf. Richtige Leaks. Nikki Leaks. Also, Ibuprofen. 7 Nutzungen übrig. Dass man sowas... Recombining Meds. I think just I know we didn't really touch on that. I don't know if anyone else has, but the quality life changes in the last patch were actually amazing. Like the ones where the money stacks automatically, ammo stacks automatically. Okay, also die Quality of Life Changes letzten Patch waren ja ziemlich krass. Zum Beispiel das Geld stackt mittlerweile oder die Sache mit der Shotgun war auch sehr sehr cool. Das war ist jetzt 2-3 Patches her, aber ja, zum Beispiel diese extra Stash-Erweiterung, dass man Sachen sortieren konnte, auch sehr, sehr cool. Was hältst du von Full-Loadout-Presets? Ja, ist geplant. Full-Loadout-Presets.
almost everything already. Sind geplant. Like some things. Also eigentlich sagen wir ganz ehrlich, eigentlich wisst ihr schon alles, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Eigentlich wisst ihr ja schon fast alles. I see constantly some of the players bombarding like offline cooperates. Yes, it's planned. Offline kooperativ, offline spielen. Ja, ist geplant. Haben wir auch schon langer Zeit gesagt. Wir haben aber noch viel mehr als reines, simples offline-cooperative. Wir haben noch viel mehr. Vielleicht kommt das nicht in 12.11, vielleicht nicht in 12.12. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen und zu viel verraten. Und auch was Arena angeht. Arena, pass auf, ich werde euch Details erzählen über die Arena, wenn wir das erste Mal eine richtig gute, spielbare Version haben. Also momentan kann man auch gar nicht mehr so viel mehr erzählen. Wir haben halt schon sehr, sehr viel erzählt über die Arena. Und generell, ich bin eigentlich gar kein großer Freund von zu viel Worten. Und ich finde, es ist viel, viel besser, euch Sachen zu zeigen. Wenn wir eine spielbare Version zum Beispiel von Arena haben, dann können wir euch das im Tarkov TV Podcast euch zeigen. Dann könnt ihr das selber sehen. Ja, das ist viel, viel besser, als immer darüber zu reden und zu erzählen. Außerdem ist bis dahin diese Entwicklung in diesem Unterpunkt schon weit vorangeschritten, sodass ihr auch viel besser sehen könnt, worüber wir eigentlich reden, worum es eigentlich geht. Ich bin mir sicher, dass euch das viel mehr Spaß machen wird, das dann sozusagen zu sehen, als immer nur davon zu hören. Also viele Fragen, die hier reinkommen, wurden schon tausendmal beantwortet, also... Aber ich würde es beenden. Also viele Fragen wurden schon tausendmal beantwortet. Ich glaube, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, wir haben über sehr viel geredet. Ich würde an dieser Stelle dicht machen. Nikita, super vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du Zeit genommen hast. Axel TV, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Noise Guy, großartig, dass du dabei warst. Hier links, ihr seht das alles. Ich bin mir sicher, dass Noise Guy innerhalb von einer Stunde ein News-Video draußen haben wird. Über diesen Podcast, gar keine Frage. Also wenn ihr eine Zusammenfassung sehen wollt, geht zu Noise Guy. Da werdet ihr wahrscheinlich in unter einer Stunde schon eine schöne Zusammenfassung sehen. Axel TV? Ist gerade live oder was? Ah, ja. Dann cheers raus, geht rüber zu ihm, sag mal hallo. Axel TV, er ist Platz 1 im Turnier, Platz 2 in dem Turnier, Platz 3 in dem Turnier. Großartiger Spieler. Er ist sicher einer der Leute, die, wenn das Turnier kommt von Nikita, ein Streamer-Item bekommen wird. 100%. 100%. Nikita selbst natürlich, Leute, geht auf sein Instagram. Er ist manchmal sogar live auf Instagram. Er wird viel auf Russisch gesprochen natürlich, aber gönnt euch. So habt ihr Einblicke. Auch sehr, sehr schön. Ich möchte noch was sagen. Weil ich, natürlich die meisten der Leute, die mir zuhören, ich spreche gerne Russisch. Ja, und ich versuche immer wieder was auf Englisch. Also, anderes Thema. Axel TV wird sein Streamer-Item kriegen. Also komplett unabhängig von dem Turnier. Axel wird sein Stream-Item kriegen, ist gar keine Frage. Also, kriegt er. Und von meiner Seite auch nochmal, danke an euch, danke an dir, Pestily, dass du das organisiert hast wieder hier. Es ist schon lange her, dass wir das letzte Mal gemacht haben, den letzten Podcast. Es ist gut, wichtig, dass wir über alles reden. Sag mal, okay, also wir sind ja nicht, also sind es auf derselben Wellenlänge irgendwo? Technisch sicherlich nicht, aber was so EFT-Hintergrund angeht und das Ganze drumherum. Ich finde es immer schön, hier zu sein und Fragen zu beantworten, Fragen von euch zu hören. Es ist nicht nur
für euch. So ist es auch für mich wichtig, das Feedback zu kriegen und auch von meinen Kollegen, von den Entwicklern und vom Team, diesen Podcast mitzukriegen und zu verstehen, aus beiden Seiten, sich auszutauschen. Einer natürlich auch den Spielern die Information zu geben, was wir hier machen, dass ein bisschen was verstehen, was hier passiert und warum das passiert. Ein bisschen Verständnis vielleicht auch zu bekommen. Ja. Es geht nicht darum, auch zu sagen, Leute, bleibt positiv in diesen wilden, bösen Zeiten. Ne? Ja klar, es ist eine harte Zeit. Es ist eine harte Zeit, aber wir hatten auch Zeiten, die besser waren, Zeiten, die schlechter waren. Und es gab Phasen, wo alles komplett nochmal schwieriger war und die mich auch ziemlich an nervös gemacht haben. Events, die gestartet wurden, die für mich schwierig waren und auch zu sehen, es war teilweise schwer zu sehen, wie die Leute auch gestresst wurden. Und ja, es ist auch schön, positive Kommentare zu kriegen und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages sind wir Perfektionisten und wir versuchen, Sachen nicht gut zu machen, sondern wir versuchen, Sachen besser zu machen. Und deswegen ist uns so wichtig, dass neue Sachen, die reinkommen, ordentlich reinkommen und strukturiert reinkommen. Also in 12.12 soll dieses Jahr kommen. Wir versuchen natürlich, das Datum zu schaffen, beizubehalten. Es ist ein wichtiger Patch für das Spiel und es wird vieles Neues bringen und das ist alles Arbeit für uns, die wir noch fertig machen. Es ist für uns einfach cooler, das Spiel zu entwickeln, wenn man sieht, was drumherum passiert. Es ist einfach ein größeres Gesamtbild. Also, an dieser Stelle, vielen Dank für alle, die hier mitgemacht haben. Ihr wart toll, auch alle, die im Chat waren. Vielen, vielen Dank. Ihr seid auch toll. Es ist toll, hier euch drei auch zu haben, euch wieder gesehen zu haben. Hat mir Spaß gemacht. Also, ich sehe halt, ich versuche, das große Ganze zu sehen, was die Zukunft angeht. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht nervös, was die Zukunft angeht. Ich bin nicht nervös. Aber ich bin schon nervös, dass wir vielleicht überwältigt werden von gewissen Dingen in der Zukunft. Egal von welcher Richtung diese Überwältigung kommt. Даже по-русски не могу сформулировать. Все, хана. Вообще не знаю. ГГВП? ГГВП, да. So there is if there are some kind of hard times. Es sind schwierige Zeiten für die Community. Es gibt immer schwierigere Zeiten. Darüber bin ich nicht nervös. Ich bin nervös darüber oder habe Angst dafür, wie meine Leute darauf reagieren. Meine Leute auf schwierige Zeiten, dass das Team damit klarkommt. Ja. Ich habe Leute, die sind absolut nicht nervös, sind egal was passiert, die wie ein Fels in der Brandung, sind immer positiv, immer fokussiert auf ihre Arbeit, wie eine Maschine. Es ist aber am Ende des Tages unmöglich für jemanden so wie eine Maschine zu funktionieren. Also, интересно, есть такое слово вообще на английском языке? All this теперь будет. Теперь будет. Да. Да, я понял. Ну а что? У нас есть какие-то англоизмы в русском языке? Ну, это рунглиш, рунглиш. Ну, когда говорят и по-русски, и по-английски одновременно. All this provocative stuff, all of this, like, tries to get off. Schwierig. Schwierig. Sehr, sehr emotional auch, was er gerade sagt. Es fällt ihm schwer, das so in Worte zu fassen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, wir wissen, was er meint, irgendwo. So Leute, also sorgt dafür, dass ihr bei den Jungs und Mädels subbt und ein Follow da lasst. Haut ein Prime raus und ein Sub raus beim AxelTV. Geht bei Nikita rein auf Instagram, haut ein Abo raus bei Noise Guys YouTube-Kanal. Leute,
Ich werde in 15 Minuten wieder am Start sein. Mache jetzt einen kurzen Break. Und offstream möchte ich noch was sagen. Ich möchte offstream, werde ich gleich sagen, wann genau 12.12 kommt. Ich werde nochmal das genaue Datum sagen, aber nur offstream. Okay, und damit sind wir raus. TGs, war ein verdammt schöner Podcast, hat richtig Spaß gemacht. Ganz kurz aus meiner Sicht, ne? Nikita, wie immer, war gut zu übersetzen, Pestele war auch gut zu verstehen. Ich hatte so ein bisschen Problem mit Noise Guy. Der war für mich jetzt nicht so leicht, tatsächlich, komischerweise. Ich kenne seine Videos alle. Ich gucke mir alles an von ihm. Alles ist ja meine Aufgabe. Noise Guy ist Pflichtlektüre sozusagen. Ich habe viele Sachen, die Pflichtlektüre sind. Noise Guy ist für mich Pflichtlektüre. Und trotzdem fand ich ihn mit Abstand am schwersten heute zu verstehen. Ich weiß nicht warum. Ich muss das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und Axel TV, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Auch ähnlich wie Nikita, super zu verstehen, weil auch nicht Native Speaker ist, sondern ein bisschen langsamer spricht, ne? War sehr interessant, viele Neuigkeiten. Waren echt ein paar schöne Sachen dabei. Ja, wir können uns, glaube ich, auf 12.12 freuen, viele Veränderungen. Ganz ehrlich, am meisten freue ich mich auf das nächste Tarkov TV, wenn dann wirklich die erste Vorschau von Arena kommt. Ich bin echt heiß auf Arena, bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, dann machen wir an dieser Stelle den Stream von Persili aus. Ciao, Persili. Und ich sag schon mal Tschüss, wenn das eben auf YouTube sehen sollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.